Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie ganz herzlich wieder hier im Max-Benze-Forum unserer Stadtbibliothek begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserer Gastgeberin, Frau Christine Brunner, der Leiterin der Stadtbibliothek, bedanken, dass wir jetzt zum 10. Mal schon hier sein dürfen. Vielen Dank dafür. Ich möchte kurz Herrn Schweizer begrüßen vom Verein zur Förderung und Erhaltung historischer Bauten. Draußen gibt es ein paar Broschüren, die können Sie sich nachher gerne mitnehmen, hat er mitgebracht. Zuerst ein paar Hinweise. Wir filmen diese Veranstaltung wieder und werden sie später auf unserem YouTube-Kanal S21 BauTV veröffentlichen. Alle anderen Veranstaltungen der letzten Jahre haben wir übrigens ebenfalls dort veröffentlicht und Sie können sie sich dort gerne noch einmal in Ruhe anschauen. Wenn Sie nicht auf dem Film erscheinen wollen, dann kommen Sie nachher zu mir und sagen mir das. Wir schneiden Ihren Beitrag dann später raus. Wir werden nachher unser digitales Modell diskutieren. Bitte benutzen Sie dann das Mikrofon, das ich zu Ihnen bringe, damit man Ihre Redebeiträge später auf dem Film deutlicher hören kann. Ich hoffe, dass wir noch dazu kommen. Wir werden die Veranstaltung wie immer um 20.45 Uhr beenden und auf der Bühne hier oben unser obligatorisches Gruppenfoto machen. Bis 21 Uhr müssen wir die Bibliothek verlassen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute findet der 10. Teil unserer Vortragsreihe Kleines 1x1 der Stadtplanung im Rosenstein statt. Die Veranstaltungsreihe ist im Rahmen der Bürgerbeteiligung 2016 als sogenanntes offenes Format entstanden und wir haben sie einfach weitergeführt, damit der Diskussionsfaden nicht abreißt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Uwe Stuckenburg bedanken, der auch hier ist, der die Reihe initiiert hat und mit seinen zahlreichen Beiträgen bereichert hat. Heute wollen wir uns mit den Bestandsbauwerken der Bahn im Entwicklungsgebiet Rosenstein befassen und uns dazu überlegen, wie die Erkenntnisse, die wir haben werden, in den internationalen Wettbewerb, der dieses Jahr stattfindet, einfließen kann. Wir wollen herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, mit den Bauwerken umzugehen und ob man sie sinnvoll umnutzen kann. Dazu haben wir heute Abend mehrere Gäste eingeladen, die uns dazu einiges zeigen können. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Diplom-Ingenieur Roman Planik, Herrn Professor Sandro Graf von Einsiedel und Herrn Professor Daniel Schönle. Herr Diplom-Ingenieur Roman Planik zeigt uns nachher seine Diplomarbeit, in der er sich mit der Transformation des südlichen Überwerfungsbauwerks beschäftigt hat. Professor Sandro Graf von Einsiedel vom Institut für Baukonstruktion und Entwerfen der Universität Stuttgart stellt uns studentische Arbeiten zu den südlichen Überwerfungsbauwerken im Gleisbogen vor und Herr Professor Daniel Schönle vom Fachgebiet Grundlagen der Orts- und Regionalplanung und Lehrgebiet Planen im ländlichen Raum am Städtebauinstitut der Universität Stuttgart ist vom Schwäbischen Heimatbund mit Untersuchungen zu den nördlichen Überwerfungsbauwerken betraut worden. Auch seine Arbeit werden wir nachher sehen. Die Arbeiten sind auf Initiative von Dr. Albrecht Rittmann, Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbund-Ausschuss für Denkmalpflege und Städtebau und Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes, entstanden, den ich hiermit auch sehr herzlich begrüße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was muss man alles wissen, wenn man sich mit den Bestandsbauwerken der Bahn und ihrer Transformation befasst? Erstens, man muss wissen, dass es einen Kaufvertrag zwischen Bahn und Stadt Stuttgart gibt. In diesem Vertrag ist durch eine sogenannte rote Linie festgelegt, welche Bauwerke bzw. Bauwerksteile die Bahn abbrechen muss und wie sie mit dem Gelände verfahren soll. Die Bahn hat seit Mitte 2017 damit begonnen, die Planfeststellungsunterlagen für den Rückbau des Gleisvorfeldes vorzubereiten. Mitte 2019 wird sie diese Planfeststellungsunterlagen dann beim Eisenbahnbundesamt einreichen. Sobald die ersten Züge im neuen Hauptbahnhof fahren, wird die Bahn mit dem Rückbau des Gleisvorfeldes beginnen. Dazu ist sie vertraglich verpflichtet. Zuerst werden die alten Bahnsteigdächer und die Bahnsteige samt Gleise abgebaut, dann kommt das Gleisvorfeld in Bahnhofsnähe mit allen Weichen und dem Stellwerksgebäude und die Wartungswerkstatt dran. Stück für Stück wird die Bahn alles oberhalb der roten Linie abbrechen, bis sie zum Schluss am Nordbahnhof den Lokschuppen abreißen wird. Wahrscheinlich wird die Bahn die Baulogistikstraße für die Beräumung des Gleisvorfeldes benutzen und die Bahn wird die dafür benötigte Baulogistik, die über den Nordbahnhof abgewickelt wird, so lange aufrechterhalten, bis das gesamte Gleisvorfeld beräumt wird,
aber sie wird die Baulogistik vom Hauptbahnhof aus sukzessive zurückbauen. Wenn die Bahn fertig ist, hat sie ihren Vertrag erfüllt und kann die Grundstücke der Stadt Stuttgart zur weiteren Nutzung übergeben. Dazu muss man zuerst wissen, was eigentlich zwischen der Bahn und der Stadt vereinbart worden ist. Wozu ist die Bahn vertraglich verpflichtet? Bis wohin reißt die Bahn ihre Bauwerke und Gleise ab und bis wohin beseitigt sie ihr Gelände? Und was bleibt dann übrig? Und ist das, was übrig bleibt, überhaupt geeignet, um Park und Stadt darauf zu bauen? Hier sehen Sie die rote Linie aus dem Kaufvertrag in Anlage 9 und 10. Beim Betrachten der Anlage 9 und 10 aus dem Kaufvertrag wird einiges deutlicher. Man stellt ganz erstaunt fest, dass das, was nach dem Abbruch da entsteht, eine Brache ist, die unserer Meinung nach ungeeignet ist, bebaut zu werden und auch nicht als Parkgelände geeignet ist. Es bleiben sehr viele Gebäudeteile unter der Erde erhalten, die für eine neue, darüberliegende Bebauung unkalkulierbare Risiken bergen werden, denn viele Bestandsgebäude werden nur zu zwei Dritteln abgebrochen und damit völlig unbrauchbar gemacht. Das kann man mal sehen. Okay, funktioniert. Das kann man hier ganz besonders deutlich sehen an der Wartungswerkstatt zum Beispiel. Diese Teile bleiben unten drin. Hier sieht man es auch. Und natürlich am südlichen Überwerfungsbauwerk, da werden nur die oberen Teile gekappt und unten sieht man noch, dass da die Fundamente drin bleiben. Uns ist klar geworden, so kann der endgültige Zustand nicht aussehen. Was passiert aber, wenn die Stadt wartet, bis die Bahn alle ihre Gleise und Bauwerke abgeräumt hat und dann erst überlegt, was mit dem Gelände passieren soll? Was passiert, wenn sie wartet und erst viel zu spät überlegt, ob bestimmte Gebäude oder Bauwerke vielleicht doch noch erhalten werden sollen und ob das Gelände angepasst werden soll? Was passiert zum Beispiel mit dem südlichen Überwerfungsbauwerk? Man kann das jetzt schon vermuten. Die Stadt wird ein zweites Mal alle Verfahren durchlaufen. Sie wird zum Beispiel diejenigen Verfahren zur Untersuchung naturschutzrechtlicher Belange nochmals absolvieren müssen, also zum Beispiel Mauer- und Zauneidechsen zählen, die sich dann mittlerweile schon wieder angesiedelt haben. Sie wird diese Tiere dann ein zweites Mal, weil die Bahn das vorher schon machen musste, ebenfalls für teures Geld, nämlich unsere Steuergelder, umsiedeln müssen. Sie wird nach der Bahn ein zweites Mal eine Baustelleneinrichtung und eine Logistik aufbauen und ein zweites Mal eine Baustraße einrichten müssen. Leider kann dann aber der zusätzliche Abraum nicht mehr umweltschonender über die Gleise abtransportiert werden, sondern das geschieht dann über die Straßen mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Lärm, Staub, Erschütterung und Stau. Wir haben also auf dem gesamten Rosenstein-Areal noch einmal über die gleiche Zeitspanne wie schon bei der Beräumung des Gleisvorfeldes durch die Bahn Lärm, Dreck und Baustaub, also eine doppelte Belastung für alle Bürger. Es entstehen Mehrkosten durch doppelte Ausschreibung, doppelte Vergaben, neue Baustelleneinrichtungen und neue Baulogistik, durch alle zusätzlichen Verfahren sowie durch Bauzeitverzögerungen und Preissteigerungen. Ob wir jetzt Projektbefürworter oder Projektkritiker sind, wir wollen alle keine doppelte Belastung dadurch, weil nicht gehandelt wird. Die Stadt Stuttgart muss hier proaktiv handeln, um diesen doppelten Aufwand zu vermeiden. Deshalb müssen wir jetzt die Weichen für den Umgang mit den Bestandsgebäuden und den Umgang mit der Topografie gestellt werden. Wir sind der Meinung, dass die Verwaltung dem Gemeinderat jetzt rechtzeitig Vorschläge für eine geeignete Topografie zur Entscheidung vorlegen muss, damit gleichzeitig mit den Planfeststellungsverfahren der Bahn das Bebauungsplanverfahren laufen kann. Viele Bürger haben in der informellen Bürgerbeteiligung den Wunsch geäußert, Bahnbauwerke zu erhalten. Wir IG Bürger sehen das kritisch, weil das immer mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden ist, aber es kann durchaus seinen Reiz haben, das eine oder andere Bahnbauwerk als Denkmal zu erhalten und einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen. Es muss aber eine sorgfältige Abwägung darüber geben und klar sein, welche Nachnutzung möglich sind.
Deshalb sind wir der Meinung, dass endlich bautechnische Untersuchungen der Bestandsbauwerke auf Schadstoffe, Sanierungsbedarfe, Statik und Brandschutz erfolgen müssen. Es müssen die Kosten dafür ermittelt werden, um Entscheidungssicherheit bei Erhalt und Umnutzung bekommen zu können. Es müssen Untersuchungen gemacht werden, welche Nachnutzung für die vorhandenen Gebäude möglich sind. Es muss einen öffentlichen, ehrlichen und fairen Diskurs darüber geben, ob das, was vertraglich zwischen Bahn und Stadt vereinbart ist, tatsächlich so ausgeführt werden soll oder ob wir Bürger etwas anderes wollen. Dass das alles nicht unendlich viel Zeit hat, ist schon seit Jahren klar. Die Deadline im Vertrag zwischen Bahn und Stadt gibt es. Die Stadt Stuttgart muss bis zum 31.12.2018, das ist genau in 316 Tagen, der Bahn sagen, ob sie Gebäude erhalten will. Danach ist es dem Willen der Bahn überlassen, ob überhaupt noch an den vertraglich geregelten Maßnahmen etwas verändert werden kann. Danach wird die Bahn alles abreißen, wozu sie vertraglich verpflichtet ist. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn wir etwas anderes wollen, als im Vertrag steht, dann muss der Vertrag eben geändert werden. Wir wollen, dass wir Bürger in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Es sollen Workshops zum Umgang mit den Bestandsgebäuden und der Topografie stattfinden und die Ergebnisse sollen als Vorgabe für die Wettbewerbsteilnehmer am internationalen Wettbewerb herangezogen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das, was wir Stuttgarter Bürger wollen, auch umgesetzt wird. Hier sehen Sie unsere Wünsche für die Parkkante und Topografie, das, was uns besonders wichtig ist. Wir wünschen uns, dass trennende Elemente, Bahnbauwerke weitestgehend beseitigt werden und dass der ursprüngliche Talgrund wiederhergestellt wird, damit man zu Fuß einfacher von einem Stadtteil in den anderen durchgehen kann. Entschuldigung. Wir wünschen uns, dass Geländeübergänge sanfter gestaltet werden, damit sie Kinderwagen- und Rollstuhlgerecht werden. Wir sind der Meinung, dass der Siegerentwurf vom Büro Trojan von 1996 von zeitloser Qualität ist. Wir sollten ihn als Grundlage nehmen und im Detail weiterentwickeln, um die städtebauliche Qualität wesentlich zu verbessern. Wir wünschen uns, dass in Zusammenarbeit mit den Bürgern über Einzelwettbewerbe und Gutachten die Gebäude- und Freiflächengestaltung im Detail entwickelt wird, um so zu einem tragfähigen Konzept zu kommen. Hier zeige ich Ihnen eine alte Fotomontage von früher, von damals, was passiert, wenn man die trennenden Elemente beseitigt. So. Das wäre jetzt die Kante am Park. Es gibt inzwischen sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema der Transformation der Bestandsgebäude befasst haben. Hier sehen Sie zum Beispiel Entwürfe von Roland Ostertag zum südlichen Überwerfungsbauwerk. Hier sehen Sie jetzt nochmal vom Christoph Weigel ein Bild. Da vorne sehen Sie die Rössle und die Mendelssohn-Bartholdy-Allee. Jetzt ganz besonders hervorheben möchte ich heute Abend aber den Verein Infoladen Stuttgart 21 auf der Prag e.V., der aus der quartiersbezogenen Bürgerbeteiligung im April 1998 hervorging und sich mit der Auswirkung von Stuttgart 21 auf das Nordbahnhofviertel beschäftigt und den Bürgern vor Ort vermittelt. Der Infoladen mit Herrn Kleegraf und Frau Kölbel an der Spitze war ebenso in der Bürgerbeteiligung 2016 mit einem Sitz im Forum Rosenstein beteiligt und hat die öffentliche Diskussion zum Gleisbogen bereits im Jahr 2013 angeregt und sich seitdem kontinuierlich dafür eingesetzt. Es gibt vom Infoladen inzwischen zwei Publikationen zu diesen beiden Themen, der Stuttgarter Gleisbogen, wie Sie hier sehen, und von der Prag zum Rosensteinviertel, beide erschienen im Krämer Verlag. Ich empfehle Ihnen die Lektüre dieser beiden Bücher. Man bekommt einen umfassenden Blick auf das Thema um das Entwicklungsgebiet. Der Infoladen wird die heute gezeigten Arbeiten zum südlichen und nördlichen Überwerfungsbauwerk des Gleisbogens vom 27. April bis zum 18. Mai zeigen. Dort kann man sich die Entwürfe in aller Ruhe und im Detail nochmal anschauen. Zurzeit ist im Infoladen eine interessante Ausstellung mit studentischen Arbeiten zum Umfeld der Wagenhallen, des urbanen Stadtquartier oder Quartier Stuttgart Nord, Generation 21 zu sehen. Die Arbeiten sind aus einem studentischen Wettbewerb im Sommersemester 2017 hervorgegangen, den die Robert-Bosch GmbH ausgelobt hat. Sie zeigt Entwürfe zu zentrumsnahen urbanen Quartieren, Stadtlabore, Stichwort
Industrie 4.0 und wurde von Michael Janzer begleitet, dem Leiter der Abteilung Koordination und Entwicklungstechnik in der Robert Bosch GmbH. Jurymitglied bei diesem Wettbewerb war Robin Bischoff, Vorsitzender Kunstverein Wagenhallen, ebenfalls Mitglied im Forum Rosenstein und aktiver Mitstreiter, wenn es um die Quartiersentwicklung rund um die Wagenhallen geht. Nach den nacherfolgenden Vorträgen werden wir die Gelegenheit haben, an unserem digitalen Modell die vorgestellten Entwürfe zu diskutieren und, so gut es möglich ist, mit den von der Region Stuttgart und der Bahn geplanten örtlichen Gegebenheiten und neueren Planungen, die erst im Januar entschieden worden sind, zum Beispiel das dritte Gleis an der Haltestelle Mittnachtstraße oder den Teilrückbau des Bahndammes, abzugleichen und zu erörtern, was man tun muss, damit man zu einem für die Stadt sehr guten Ergebnis bei der Transformation der Bestandsbauwerke kommt. Bevor wir damit loslegen, zeige ich zur Einstimmung noch ein paar Fotos von unseren Rundgängen aus dem Jahr 2016 im Rosensteingelände und im Bahnbetriebswerk. Und ich zeige kurz die sehr übersichtlichen Grafiken vom Stadtplanungsamt aus der mündlichen Erörterung des Tagesordnungspunktes 2 Bestandsgebäude im Unterausschuss S21 Rosenstein vom 10. Oktober letztes Jahr. Es sind Blätter, die alle Bestandsbauwerke sowie erläuternde Grafiken zu dem Thema Denkmalschutz, Erhaltungszustände und Besitzverhältnisse der Bahnbauwerke zeigen. Sehr anschaulich, wie ich finde. Also Sie sehen hier unser Gruppenfoto, das obligatorische vor der Wanderung durch den Rosenstein, wo wir den Infoladen besichtigt haben und natürlich die Wagenhallen. Sie sehen hier, da sehen Sie einige, die jetzt hier da sind, auch wieder. Unser Rundgang im Bahnbetriebswerk. Man hat hier einen Blick vom Paketpostamt auf die Gleise. Hier sieht man die Wartungshallen innen drin. Blick in die eine Richtung, Richtung Hauptbahnhof, von den Terrassen der Wartungshallen in die andere Richtung, Richtung Paketpost und Tunnelmund. Dann sieht man hier zum Beispiel so ein kleines Wärterhäuschen auf dem Gelände. Man sieht hier nochmal den Tunnel Richtung Paketpostamt, den wir da durchschritten haben. Da sind wir alle gemeinsam vor dem Paketpostamt. Hier die Rampe hoch zum Paketpostamt. Hier sieht man Nebengebäude auf dem Gelände. Dann hat man hier mal zwei Details. Also einmal aus den Wagenhallen sieht man, dass da schon Holz aufgedoppelt worden ist, weil es relativ morsch ist, das Dachgebälk. Man sieht hier sanierungsbedürftige Betonpfeiler. Dann hier die Personalgebäude der Bahn. Hier nochmal ein Blick auf den Lokschuppen. Hier innen drin das Holzfachwerk. Ich selbst einfach schnell durch, weil wir nicht so viel Zeit haben, den Verschiebebahnhof. Sieht man hier von beiden Seiten. Einfach, dass Sie mal so einen Eindruck bekommen, was da alles an Bauwerken außer den Überwerfungsbauwerken noch rumsteht. So, dann habe ich hier die Grafiken von der Erörterung. Also hier sieht man, hat das Planungsamt sehr gut aufgelistet, welche Bahnbauwerke es gibt insgesamt. Dann sind die ganzen Bahnbauwerke einzeln aufgelistet und man kann auch genau erkennen, wie es geregelt ist, auch im Kaufvertrag. Also es gibt natürlich auch einige Bauwerke, die außerhalb des Kaufvertrages sind, über die man natürlich noch entscheiden muss. Der hier ist jetzt zum Beispiel im Kaufvertrag drin, das kennen wir. Da müsste man eben überlegen, wie man das macht mit der Bahn vertraglich. Die Brücke ist nicht im Kaufvertrag drin, also zum Beispiel dann natürlich auch die Brücke hier, Entschuldigung, und die Tunnel. Dann sieht man ja das Paketpostamt. Beim Paketpostamt ist ganz interessant, ich selbst einfach nur schnell durch. Beim Paketpostamt ist ganz interessant diese Grafik. Da sieht man zum Beispiel, dass natürlich im Flächennutzungsplan, der jetzt immer noch gültig ist, dieser Bereich hier eigentlich Park werden soll, der hier grün gezeichnet ist oder grün hinterlegt ist. Dann sehen Sie den Rosensteintunnel. Sie sehen hier den Lokschuppen nochmal, die Brücken an der Ehmannstraße, Stahlfachwerkbrücken, die Hexenhäuschen, denkmalgeschützt natürlich, die Fachwerkbrücken. Und dann der Bahndamm, der ein sehr trennendes Element ist.
Kreuzungsbauwerke, Wartungswerkstatt, die nicht denkmalgeschützt ist, die natürlich auch im Vertrag als Abbruch dargestellt ist, oberirdisch. Sie sehen hier, welche Bauwerke Denkmalschutz hat, welche nicht, als Sachgesamtheit auch. Und natürlich die Aussagen zum Kaufvertrag. Also Sie sehen, die Grünen sollen laut Kaufvertrag erhalten bleiben. Die Roten sind Abriss, also jetzt angedacht als Abriss. Und dann gibt es welche, die eben außerhalb des Kaufvertrages sind und noch nicht geregelt sind. Und hier sehen Sie nochmal die Besitzverhältnisse. Also die Roten gehören der Stadt Stuttgart schon. Erhaltungszustände, die sind hier aufgelistet. So, ich habe alle schon vorgestellt und jetzt bleibt mir einfach nur ein Dankeschön zu sagen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe das Wort an den Herrn Planik. Dankeschön. Okay. Mein Name ist Roman Planik. Ich bin Architekt in Stuttgart und wohne mit meiner Familie in Feuerbach. Ich habe mich vor knapp 20 Jahren im Rahmen meiner Diplomarbeit sowie eines vorhergegangenen städtebaulichen Entwurfes an der Uni Stuttgart mit der Umnutzung der Kunstbauwerke oder Überwerfungsbauwerke beschäftigt. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Als erstes widme ich mich den Kunstbauwerken an sich. Danach behandle ich deren landschaftlichen und städtebaulichen Kontext. Und zum Abschluss möchte ich Kriterien vorstellen, die ich über meinen konkreten Umnutzungsvorschlag hinaus auch für andere Ideen für anwendbar erachte. So nehmen wir die Kunstbauwerke wahr. Sie begleiten den Weg durch den unteren Schlossgarten, wirken wie eine räumliche Barriere und formen darin gemeinsam mit ihrem Pendant der Cannstatter Straße einen Parkkorridor. Im Hintergrund links die Konradi-Hochhäuser, rechts der Uferpalast und dahinter das Nordbahnhofsviertel, ein eigentlich attraktiver, aber etwas isoliert liegender Teil unserer Stadt. Können Sie sich das Bild betrachtend vorstellen, dass Stadt und Park eine Verbindung finden? Nicht punktuell wie derzeit, sondern als durchgängige, erlebbare Stadt-Park-Kante. Gebildet einerseits durch die Kunstbauwerke und die diese gleichsam durchströmende Landschaft und andererseits durch die Stadt, die diese Bauwerke bespielt und ihre unterschiedlichen Ebenen erschließt. Sobald ich dies ausspreche, wird mein Architektenherz schon wieder mit Sehnsucht erfüllt. Sehnsucht ist der Beginn des Bauens, nicht die Aufgabe. Seit 20 Jahren löse ich nur Aufgaben. Jetzt darf ich wieder träumen, gemeinsam mit Ihnen. So sehen die Kunstbauwerke aus, bestehend aus einem hangseitigen, massiven Tunnelbauwerk und einem talseitigen, filigran wirkenden Brückenbauwerk aus Stahlbeton. Geformt durch die Gesetzmäßigkeiten der Eisenbahn und Gleisführung einerseits und durch die Zwänge der Naturgesetze und der Topographie andererseits. Formvollendet in seiner Gesamtheit, denn nur in seiner Gesamtheit ist seine Funktion gänzlich zu verstehen. Beispiel: Ohne diesen Tunnel gäbe es hier keinen Trog, denn ohne die Notwendigkeit, dass die benachbarten Gleise nicht irgendwann übersetzen, ist die Stützwand auch nicht erforderlich. Man erkennt den Grundaufbau. Beide Bauwerke bestehen aus jeweils einem mittleren Hauptstrang. Der befindet sich hier in der Mitte bei dem massiven Bauwerk und hier dieser Trog bei dem filigranen Bauwerk. Sowie den benachbarten Nebensträngen, jeweils links und rechts. Bei diesem Bauwerk hier führt das zu einer Erscheinungsform ähnlich der einer Basilika mit Haupt- und Nebenschiffen. Das sehen wir gleich in den Schnitten auch nochmal. Ja, jetzt möchte ich noch versuchen, Ihnen diesen Film hier zu zeigen, der auf einem digitalen Modell beruht, was ich anfertigen durfte.
sozusagen den Weg durch diesen Tunnel hier zeigt. Es ist übrigens so, Sie sehen es, das ist der Originalzustand und das ist der jetzige Zustand, weil bei dem S-Bahn-Umbau von 1972 eben die S-Bahn hier rüberzieht und das bereits abgebrochen wurde. Was sind die Kunstbauten? Einige Zitate der Erbauer unterstreichen deren Bedeutung. Eine in der Geschichte der Eisenbahntechnik wohl einzig dastehende Anlage. Oder? Dieses Bauwerk ist vollkommen in Stahlbeton ausgeführt und dürfte das kühnste Bauwerk sein, welches bisher für Eisenbahnbetrieb in Eisenbeton überhaupt hergestellt worden ist. Oder? Nicht nur wegen der Größe der Bauwerke und der Höhe der Baukosten, sondern weil hierbei Bauformen Anwendung gefunden haben, die meines Wissens in Eisenbeton noch nicht angewendet worden sind. Zur Lage muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Und dieses Foto sehen wir auch gleich noch etwas genauer. Zur Funktion der Kunstbauwerke sagt Emil Mörsch 1914, diese Bauwerke dienen zur Aufnahme und Überleitung der in drei verschiedenen Höhenlagen und aus drei verschiedenen Richtungen im Hauptbahnhof Stuttgart ankommenden Gleise von Cannstatt, von Feuerbach-Böblingen und vom Abstellbahnhof. Gleichzeitig beginnt hier das Auseinanderziehen der einzelnen Gleisbüschel, da in der Bahnhofshalle die vollkommene Scheidung des Fernverkehrs und des Nahverkehrs durchgeführt wird. Die drei unterschiedlichen Ebenen erkennt man hier. Das sind die Fernbahngleise nach Feuerbach, jeweils hier oben. Dann die mittlere Ebene ist die Gleise zum Abstellbahnhof. Dort. Und die untere Ebene, das sind im Prinzip diese zwei Tunnelröhren, jeweils der mittlere Strang beider Bauwerke, der dann abtaucht und überworfen wird von den Fernbahngleisen Richtung Abstellbahnhof. Es folgen einige Fotos. Man sieht sehr schön, wie zu einer Zeit, wo die Arbeitszeit sehr billig war und das Material teuer, überall versucht wurde, an Material zu sparen. Entschuldigung. Falscher Knopf. Man sieht diese wutenförmigen Aufweitungen an den Knotenpunkten der einzelnen Bauteile. Eine fast organische Form ergibt sich, da man überall bestrebt war, das Material einzusparen und nur dort einzusetzen, wo es unbedingt erforderlich war. Der Abstand zwischen zwei Stützen beträgt 6 Meter und man sieht auch hier immer wieder diese Doppelstützen, da das ganze Bauwerk nochmal eingeteilt ist in mehrere Teilbauwerke, die für sich genommen auch ausgesteift sind mit diesen Streben, die ganz charakteristisch sind und eigentlich das Erscheinungsbild ausmachen. Hier ist dieses Verbindungsbauwerk zwischen dem massiven Teil, den man hier noch sieht, und dem filigranen Teil. An einer Stelle verbinden sich die beiden Bauwerke. Und hier fährt im Prinzip das Fernbahngleis rüber Richtung Feuerbach. Hier dieser Tunnel, das ist dieser rechte Strang von dem massiven Bauwerk, jetzt Richtung Hauptbahnhof geschaut mit diesen Fensteröffnungen. Würde man diese Öffnungen, das sind Blindfenster, öffnen, dann würde man im Prinzip von oben in dieses mittlere Gewölbe reinschauen. Hier der Blick von diesem Verbindungsbauwerk in diese zwei mittleren Stränge, die jetzt hier abtauchen Richtung Cannstatt. Man sieht hier auch den Bezug zur Platanallee, auch die Höhenverhältnisse. Hier ein sehr schönes Foto, wie ich finde. Man sieht diese Gesimse, die also dem Bauwerk folgen. Nichts ist zufällig. Die Gesimse halten das Wasser vom Bauwerk ab und haben zusätzliche Funktionen. Die Wartungsgänge, die natürlich ganz andere Gewichte haben, können hier aufgenommen werden. Also wenn ich das Bild anschaue, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier zum Beispiel eine
Lichtdecke einzieht und für Ausstellungszwecke diesen Bereich nutzen kann. Wunderschön, wie dieser Sims dort verspringt. Man sieht aber auch, darauf komme ich später noch, dass es erforderlich sein wird, immer wieder Durchbrüche anzuordnen, damit dieses Bauwerk auch für Menschen benutzbar ist. Das ist ein Bauwerk für die Eisenbahn und so an sich natürlich gar nicht nutzbar. Aber da komme ich gleich noch zu. Hier noch das Filigranbauwerk. Da sieht man sehr gut diese Fuge hier auch im Plan und die dann erforderlichen Streben wie beim Fachwerk. Hier die Bewehrung. Wieder nichts ist zufällig. Die Bewehrung läuft durch, die Bewehrung läuft dahinter und dadurch entsteht diese fast organische Ausformung. Hier auch sehr wichtig finde ich diese Ausformung der Fundamente, die jeweils so geformt sind, dass sie die Kräfte aus allen Richtungen und den anderen Bauteilen aufnehmen können. Ja, hier nochmal diese Aufdeckung an den Knotenstellen. Mit diesen Plänen habe ich gearbeitet, als ich das Modell aufgestellt habe, diese 3D-Zeichnung erstellt habe, die Sie am Anfang gesehen haben, die zeige ich auch gleich noch. Jede Linie im Prinzip definiert einen DIN A4 Abschnitt dieses Plans, also das sind, glaube ich, hier über 4 Meter. Was man hier sehr gut sieht, ist jetzt ein wichtiger Aspekt, dass die Kunstbauwerke sich an die Topografie anlehnen. Unterhalb dieser etwa 17 Meter hohen Filigrangebäudes befinden sich nochmal ungefähr in der gleichen Länge Bohrpfähle. Und jede Stütze reagiert immer wieder auf die Lage dieses tragfähigen Bodens, zu dem die Bauwerke praktisch abgesenkt werden. Hier findet ein Versprung in der Schnittführung statt. Diese Linie ist genau die gleiche wie diese hier. Das heißt, das ist der tragfähige Baugrund. Und auch hier ein wichtiger Aspekt, inwieweit man die Fundamente nachher zeigt, weil jedes Fundament reagiert immer wieder auf die Höhe des anstehenden Baugrunds, was das Ganze sehr lebendig macht. Zum zweiten Teil. Die Kunstbauwerke stehen in einem landschaftlichen und einem städtischen Kontext. Die landschaftliche Einbindung ergibt sich über die räumliche Aufweitung des Talkessels, konkret des Rosensteinparks, welche auch von der Eisenbahn für ihre Trassenführung genutzt wird. Die Kunstbauwerke leisten an dieser Engstelle die Höhenvermittlung, welche bei einem Abriss nur schwer baulich umzusetzen wäre. Diese Aufweitung des Talkessels zeigt sich in unserem grünen U. Bei ihrer Transformation von einem Verkehrsbauwerk zu einem integralen Bestandteil einer neuen Stadtparkkante bedürfen die Kunstbauwerke einerseits ihrer Durchströmung durch den Parkraum sowie andererseits der Bespielung durch und Anbindung an die Stadt. Die städtebauliche Einbindung erfolgt durch zwei grundlegende Konzepte. Das der Stadtparkpromenade und das des Sternplatzes. Die Stadtparkpromenade kann auch auf den Verkehr, auch auf den Kunstbauwerken verlaufen, wenn die Höhenanbindung von der Stadtseite gelingt. Wichtig sind die in regelmäßigen Abständen angeordneten Stadtparkverbindungen. In Form von Plätzen, damit der Austausch nicht nur aufs Visuelle beschränkt bleibt. Der Sternplatz weist an dieser Stelle die wichtigsten Blickachsen der Stadt auf. Fernsehturm, Württemberg, Rosensteinschloss, Hauptbahnhof, Königstraße.
Er verlangt nach Sondernutzung. Der diskutierte Opernstandort an dieser Stelle weist genau in die richtige Richtung. Beide Konzepte haben in Stuttgart Tradition, und zwar in Form der Serpentinenwege in Halbhöhe mit definierten Aussichtspunkten, sowie in Form der Sternplätze, wie zum Beispiel dem Eugensplatz oder dem Urachplatz, und sind Ausdruck der städtischen Auseinandersetzung mit der Topografie. Die städtebauliche Einbindung erfolgt damit über einen städtischen Vorplatz, einen frequentierten Parkraum und einen öffentlichen Durchgang. Im dritten und letzten Teil möchte ich nun einen konkreten Vorschlag zur Umnutzung zeigen. Mein selbstgestelltes Thema war damals die Umnutzung der Kunstbauwerke zu einem Museum für Innovation und Technik, weil ich glaubte, einen Ort gefunden zu haben, an dem sich Innovation und Erfindergeist als Ausdruck der Region etablieren ließen. Für die heutige Diskussion möchte ich daraus lediglich Kriterien zeigen, die meines Erachtens auch für andere Ideen Anwendung finden könnten. Denn, Entschuldigung, aber nach 20 Jahren habe ich mich von einigen Ideen gelöst, aber dafür sind auch einige neue hinzugekommen. Zunächst einige Raumkonzepte in Stichworten. Eine auf die neue Nutzung angepasste Erschließungsstruktur. Thema Querverbindungen, erforderliche Durchbrüche, ich hatte es eingangs schon gesagt. Dann das Konzept der gleichsam vibrierenden, jedenfalls spannenden Zwischenräume, also siehe auch der Flyer zur heutigen Veranstaltung, der Zwischenraum zwischen den Kunstbauwerken und der Platanenallee. Das Konzept der Haupterschließungsachsen als gleichsam roter Faden zur Orientierung innerhalb eines so ausgedehnten Bauwerks. Und das möchte ich hier besonders hervorheben, Konzept eines Vorplatzes sowie eines anschließenden Forums als Auftakt zum Erlebnis Kunstbauwerke. Der Erfolg der Umnutzung der Kunstbauwerke steht und fällt mit der Qualität des Vorplatzes. Gelingt der Vorplatz nicht, würde ich vom Erhalt und Unterhalt der Kunstbauwerke absehen. Das Konzept der gestaffelten Anordnung von Sondernutzungen als Besuchermagneten und Frequenzbringern. Das Gebäude muss bespielt werden. Ergänzend zu den Raumkonzepten nun einige bauliche Konzepte. Die Herausarbeitung der Kunstbauwerke als Skulptur, also zum Beispiel der abgebrochene Tunnelteil im Zuge des S-Bahn-Umbaus 1972, soll es eine bloße Nachbildung sein oder eine moderne Neuinterpretation dieses Tunnelteils? Oder auch, auf welcher Weise zeigt man Teile der Fundamente der Kunstbauwerke? Das Thema erschöpft sich also nicht nur mit der Instandsetzung, die an sich schon sehr kostspielig sein wird, sondern es stellt sich auch die Frage nach der Erneuerung und des ins richtige Lichtrückens der Kunstbauwerke. Die Definition darüber, wie sich neue bauliche Strukturen, die für die Umnutzung erforderlich sind, zu den Kunstbauwerken positionieren, als sich eingliedernde Weiterbauten oder als bewusster Kontrast zwischen alt und neu. Alles ist denkbar. Und ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Der Grundriss und Längsschnitt als Beispiel für die Einbindung der Kunstbauwerke in eine neue Nutzung. Der Vorplatz mit ausreichender Bebauungsdichte und Nutzungsvielfalt, mit zum Platz orientierten Arkaden und erhöht liegende Aussichtsplattformen mit Einblicken in die Hauptsichtachsen von Stadt, hier Richtung Königsstraße, und Park. Anbindung der Brücken und Tunnel mit Sondernutzungen und Frequenzbringern, wie hier einem Kino, dessen geneigte Stuhlwand zum Platz hin als Medienboard dient. Sowie Erschließung neuer Sondernutzungen, wie diesem kleinen Passagier-Ausstellungsflugzeug
über die Kunstbauwerke. Diese dienen gegenwärtig der Erschließung und werden dies möglicherweise auch zukünftig in einer neuen Rolle tun. Öffentlicher Durchgang. Das ist die Stelle, die im Flyer dargestellt ist. Ich würde Ihnen gerne diese Plattform mit den Rampen dort einzeichnen, bei Gelegenheit, um zu zeigen, wie dieses Gebilde den Bereich aufwerten würde. Und Abschluss in Form eines Museumscafés. Das sehen Sie jetzt hier nicht ganz. So lang ist das Bauwerk. 600 Meter. Mit erhöhter Terrasse und Blick in den Park. Alt und neu. Die Transformation in einzelnen Schritten erläutert. Die heutige Situation, die Kunstbauwerke im Bahnbetrieb. Zur Aufnahme weiterer Gleisführungen sind diese verfüllt. Erster Schritt, freilegen. Sanierung, Stadt- und Parkkante suchen ihre Verbindung zueinander. Zweiter Schritt, fixieren. Ein neues Bauwerk mit dienenden Museumsfunktionen definiert die neue Parkkante und übernimmt die Stützfunktion. Der Parkraum fließt gleichsam durch die Kunstbauten hindurch. Dritter Schritt, überdachen. Das Dach soll dem neuen Bezug zwischen Stadt und Park als Bezugsfläche bzw. Hintergrund für ihr neues Verhältnis zueinander dienen. Vierter Schritt, wiederbeleben. Jedes neu eingezogene Nutzfläche vermittelt im räumlichen Bezug zwischen Stadt und Park sowie im materiellen Bezug zwischen alt und neu. Das Fixieren würde ich heute so nicht mehr machen. Wie eingangs schon angesprochen, sehe ich eine Korrelation zwischen durchströmendem Parkraum und gegebener Topografie, wie auch der Sichtbarmachung der Fundamente, sodass sich hier ein landschaftsplanerisches Thema anbietet. Überdies haben die schönsten Museen geneigte Böden und das zusätzliche Bauwerk kann sich damit noch sehr zurücknehmen. Wirkt also nicht so als Barriere wie hier. Der Grundaufbau, die Kunstbauwerke, bespielt durch eine gleichsam städtische Bastion, welche die Erschließung der Kunstbauwerke leistet, sowie eine wie auch immer geartete neue Struktur. Man darf nicht der Romantik verfallen. Die Kunstbauwerke als bloßes Relikt der Vergangenheit auszustellen, greift zu kurz und sie werden dabei in der Bedeutungslosigkeit und womöglich auch in Graffiti versinken. Zum Abschluss möchte ich zur eingangs gestellten Frage zurückkehren. Ist eine Verbindung von Stadt und Park im Bereich der Kunstbauwerke möglich? Die Auseinandersetzung mit den Kunstbauwerken, ihrem Kontext und ihrer Umnutzung haben mir persönlich ein neues Bild der Stadt als Ganzes vermittelt. Stuttgart 21 ermöglicht eine erweiterte Mitte. Schlossplatz, Straßburger Platz und Museumsvorplatz verbinden den Stadtraum mit dem Landschaftsraum. Eine große Magistrale durch Stuttgart entstünde. Stadtraum als einprägsame, in seiner Ganzheit und Logik erlebbare Figur. Noch einmal die Konzepte, Parkerweiterung, transitorisches Element der Kunstbauten, Vernähen der Parkkante und die Nutzung der Kunstbauwerke zur Höhenvermittlung zwischen Stadt und Park. Erweiterung der Königsstraße, nicht nur von der Länge her, sondern vom Grundverständnis einer städtischen Magistrale her. Von einer reinen Einkaufs- und Kulturmeile hin zu einer Flaniermeile, die die Themen Naherholung und Parklandschaft zusätzlich in sich aufnimmt. Zusammenfassend halte ich folgendes Vorgehen bei der Umnutzung der Kunstbauwerke für richtig. Erstens, Bestandsuntersuchung zur Erlangung genauer Kenntnisse der Kunstbauwerke im Detail und im Ganzen. Erarbeitung des Kontextes, um die Rolle zu definieren, die die Kunstbauwerke in Zukunft in unserer Stadt spielen können. Beides müsste Wettbewerbsteilnehmern anheimgestellt werden, um fruchtbare und nachhaltige Lösungen entwickeln zu können. Lassen Sie mich zum Abschluss noch Folgendes sagen. Selten war das historische Erbe für zukünftige Stadtentwicklung so groß. Aber wir haben die Chance, an dieser Stelle nicht nur einen neuen Rahmen,
und Inhalt für diese Bauwerke zu schaffen, sondern auch unsere Stadt zu dem zu vervollständigen, was sie von ihrer Grundanlage her eigentlich ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Allein schon an meiner Kleidung sehen Sie, dass ich kein Architekt bin. Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich ganz kurz was sagen darf, weil wir, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen dürfen, dass wir für das, was jetzt kommt, die zwei Beiträge danach, als Ideengeber fungiert haben. Ich bin der Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes, bin selber auch Bauhistoriker, verstehe ein bisschen was von dem, worum es heute geht. Manche von Ihnen kennen den Schwäbischen Heimatbund vielleicht nicht, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber trotzdem, wir sind ein über 100-jähriger Verein, der zu dessen Säulen der Denkmalschutz gehört, seit seiner Gründung, Anfang des 20. Also gut, fürs Video. 1906 gegründet, Heimatschutzbewegung war Anfang des Jahrhunderts damals noch nicht so in Verruf geraten, wie das heute stellenweise der Fall ist. Wir hatten ganz hehre Ziele und ich glaube, ich darf sagen, wir haben sie immer noch, nämlich sozusagen mit dem Blick ins vergangene Zukunft gestalten. Das gilt aber für viele Disziplinen, mit denen wir uns alle beschäftigen, auch hier natürlich. Und wie kommen wir nun zu diesem Thema Gleisbauwerke bzw. Rosensteinquartier, der Schwäbische Heimatbund? Ich glaube, das darf ich noch einflechten, ein ganz vorwärtsgewandter Verein, der überhaupt nicht in die braune Ecke gehört, obwohl er so ein bisschen einen sperrigen Namen hat. Aber wir veranstalten seit knapp 15 Jahren jedes Jahr eine Tagung. Die nennt sich, genauso sperrig, Schwäbischer Städtetag, beschäftigt sich mit Denkmalschutz, Denkmalpflege und Städtebau. Und wir haben vor anderthalb Jahren eine Tagung zum Thema Rosensteinquartier gehabt. Das war unser Aufhänger. Es ging eigentlich um die Planung der modernen Stadt. Es ging um die Frage, woran muss man denken, wenn man so ein großes Quartier, wie es hier bespielt werden soll, Rosensteinquartier, plant, neu nutzt. Da kommen regelmäßig über 100 Architektinnen und Architekten zu dieser Veranstaltung. Ich glaube schon, dass sie auch ihren Platz gefunden hat. Und wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, da vor anderthalb Jahren, was passiert denn mit dem technischen Kulturdenkmal Gleisbauwerke? Also es war gar nicht so sehr eine städtebauliche Frage, es war gar nicht so sehr eine soziale, wirtschaftliche oder wie auch immer geartete Frage, das auch, sondern wir hatten in ganz besonderem Maß die Frage des Erhalts und natürlich der Nutzung dieses Kulturdenkmals im Auge. Und damals hat der Technikreferent des Landesdenkmalamts ein schönes Referat gehalten, Herr Hascher, über die Bedeutung. Das wurde heute auch angedeutet, auch in den beiden vorangegangenen Referaten. Und wir haben das als Auftrag genommen, nicht nur zu fördern, das ist auch immer ganz einfach, sondern zu fördern, will ich jetzt mal sagen. Das heißt, vielleicht tatsächlich Ideen zu entwickeln, vorzustellen, wie das aber auch viele andere machen. Wie kann man denn mit diesem technischen Kulturdenkmal umgehen? Oder mit Teilen zumindest davon. Wir haben ja hier ganz unterschiedliche Ebenen. Ich will es auch gar nicht paraphrasieren, worüber sowieso gleich gesprochen wird. Aber wir haben uns mal zunächst auf das nördliche Überwerfungsbauwerk konzentriert. Das ist jetzt im Detail gar nicht angesprochen worden. Das ist der Bereich, wo die Hexenhäuschen stehen. Und eine Studie in Auftrag gegeben, eine Machbarkeitsstudie bei Herrn Schönle, der nachher davon berichten wird. Wie kann man denn ein Infrastrukturdenkmal, so nenne ich das jetzt einfach mal,
dessen Funktion verloren gehen wird, in eine neue Funktion überführen. Und trotzdem bleibt sozusagen die ursprüngliche Intention, nämlich ein Verkehrsbauwerk zu sein, erhalten. Umnutzung, da geht alles Mögliche. Sie können aus einer Mundharmonika-Firma eine Rechtsanwaltskanzlei machen. Aber hier ging es uns also auch primär darum, wie kann man das überführen und sozusagen den Charakter, die Bedeutung dieses Bauwerks oder dieser Bauwerke beibehalten. Ich greife jetzt gar nichts voraus, weil sonst habe ich die Hälfte schon verraten. Herr Schöne wird nachher also zeigen, wie man sozusagen Verkehr zu Verkehr machen kann. So nenne ich das jetzt mal. Und gleichzeitig war uns klar, dass dieses vielleicht imposantere und ich will mal sagen seiner Ausprägung bedeutendere südliche Verkehrsbauwerk, Überwerfungsbauwerk, in so eine Struktur mit ziemlicher Sicherheit nicht wird überführt werden können. Wir haben das ja auch gerade gesehen. Es ist mal, ich sage salopp, im Weg. Aber genau das ist natürlich wieder die Herausforderung. Hier haben wir keine Machbarkeitsstudie gemacht, weil das auch oder in Auftrag gegeben, weil es auch von so vielen Faktoren abhängig ist, was mit diesem Bauwerk geschehen könnte. Diese vertraglichen Bedingungen sind ja da auch noch gar nicht reflektiert. Und wir sind auf Graf von Einsiedel zugegangen, mit dem wir schon ein wenig verbandelt sind über unseren Denkmalschutzpreis und haben ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, im Rahmen einer Studentinnenarbeit, Semesterarbeit mal ein paar Ideen zu entwickeln, was man mit diesem südlichen Verkehrsbauwerk, Überwerfungsbauwerk machen könnte. Noch einen ganzen Schritt weitergehend, vielleicht auch ein bisschen spielerischer als Sie, aber trotzdem mit der Maßgabe, und ich glaube, das werden wir nachher auch sehen, dass das auch in gewisser Weise realisierbar sein sollte. Also Gedanken, Fantasie spielen lassen, das kann man natürlich unbegrenzt. Ich gebe zu, all diese Fragen, die auch im Eingangsreferat zur Sprache gekommen sind, Finanzierbarkeit, Zustand der Bauten, Sanierungskosten und so weiter, die haben uns erstmal nicht wirklich interessiert, sondern nur die Frage, wie kann man eine Vision entwickeln? Wie haben Sie vorher, oder wie hat es jemand gesagt? Sie haben es, glaube ich, gesagt, wenn die Vision da ist, wird es mit der Realisierung schon klappen. Wenn man schon am Realisierungsgedanken meint, zu scheitern, braucht man auch keine Visionen mehr. Also, ein kleines Entree sozusagen in diese beiden Dinge, die jetzt danach kommen, für die wir ein bisschen den Impuls gegeben haben. Und ich bin selber auch ganz gespannt und danke Ihnen für das Wort und Ihnen fürs Zuhören. Danke. Wir sind alle sehr gespannt. Ich habe die Arbeiten auch noch nicht gesehen. Und ich muss natürlich sagen, als Bauleiter bin ich natürlich für die Kosten verantwortlich. Also ich bauleite und da bin ich natürlich für die Kosten verantwortlich. Deswegen kommen bei mir immer die Schwarzbrot-Sachen zum Ausdruck. Wer möchte zuerst? Versuchen wir mal, ob das mit dem zum Blättern. Ja, geht. Super. Ja, guten Abend. Sandro Einsiedel, ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Baukunde und befasse mich mit dem Thema Planen und Bauen im Bestand. Und auf Anregung vom Schwäbischen Heimatbund haben wir uns mal den Gleisbogen oder beziehungsweise das südliche Überwerfungsbauwerk vorgenommen. Und es geht auch um diese Spanne, wie Sie schon angesprochen haben, also zwischen Imagination auf der einen Seite, aber auch einer grundsätzlichen Realisierbarkeit. Also mit Studenten spreche ich natürlich nicht über Kosten. Ne? Das ist sozusagen der außeruniversitäre Bereich. Vieles ist jetzt schon zu dem zur Geschichte, nein, das ist so, sage ich jetzt so ein bisschen flapsig, aber ist ja schon zu der Konstruktionsgeschichte gesagt worden, auch zu städtebaulichen Bezügen. Deswegen will ich da gar nicht so im Detail drauf eingehen, sondern ich will ihn einfach sozusagen anhand von, wir hatten insgesamt 12 Studentenarbeiten, ich habe 7 davon mitgebracht. Die Präsentation war erst letzte Woche, deswegen sind die Sachen einfach jetzt hier so aneinandergereiht, um ein bisschen so eine Bandbreite aufzuspannen dessen, was man sich zu diesem wunderbaren Bauwerk eben überlegen kann und was man damit anstellen kann.
Der Herr Planek hatte uns ja schon ausführlich über die Baugeschichte erzählt und über die Konstruktion. Und ich glaube, eine ganz, ganz entscheidende Sache ist, wenn man sich die Konstruktion ansieht, es ist ja errichtet worden und ist dann wieder verfüllt worden. Also die Frage, was man letztlich damit macht oder machen kann, ist ganz stark mit der Frage verbunden, wie viel lege ich wieder frei? Das ist ganz, ganz entscheidend. Und da gibt es eben eine Reihe von Möglichkeiten. Ich denke auch, dass man das anhand dieser Entwürfe vielleicht so ein bisschen ahnen kann. Der erste, das ich zeigen will, das ist von dem Herrn Steinmetz. Der Titel war S-Bad, also nicht S-Bahn, sondern S-Bad. Und das geht eigentlich davon aus, dass Stuttgart zwar als Stadt der, glaube ich, der zweitmeisten Mineralquellen in Europa vielleicht noch nicht ganz die Bäder hat, die ohne jetzt das Leutze oder das Berg zu sehr abzuqualifizieren, die aber dieser Bedeutung entsprechen würden. Und der Student hat hier eine Vision entwickelt, wie eben innerhalb des südlichen Überwerfungsbauwerks ein Bad untergebracht werden kann. Dieses Bad besteht aus mehreren Bestandteilen. Das ist einmal in dem Bauwerk selber, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, im Grunde ein normales Schwimmbecken. Und auf der Außenseite eben Fortführung auch dieser linearen Geschichte in Wasserbecken, wo dann eben mehr so eine natürliche Regeneration, also Naturteiche oder Filteranlagen angeordnet sein können. Was man an diesem, ich will noch an eine Sache hinweisen, die sich durch alle anderen Arbeiten auch mit hindurchzieht, ist einfach die Frage, inwieweit der Umgang oder die Intervention am Gleisbauwerk es schaffen kann, die Stadtteile miteinander zu verbinden. Auch da, ich halte das nicht unbedingt für zwingend, das ist eine Chance. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen und zu reagieren. Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich die Frage des Höhenunterschieds zwischen dem Schlosspark und dem Niveau von einem Cinecenter. Das sind ungefähr so 12 Meter. Das ist natürlich schon eine gehörige Sache. Jetzt sieht man hier nochmal diese diversen Geschichten. Mach nochmal eins weiter. Ja, jetzt hier im Detail haben wir zum einen eben die Becken, also das Ganze, der Zugang würde von dem Niveau Uferpalast, also das obere Niveau von dem Stuttgart Nord, erfolgen, dann umkleiden, dann geht es runter und dann in dem Haupttunnel wären eben diese drei Schwimmbecken und hier draußen sind dann eben, das konnte man vorhin in dem Lageplan sehen, einfach Wasserbecken, die offen sind, die auch eben zum Teil bepflanzt werden oder mit entsprechenden, ne, so System Naturbad, um eben diese beiden Sachen nebeneinander zu haben. Also einmal sagt das die Badeanstalt, ne, das auch geschlossene, räumlich geschlossene und das offene. Hier sieht man das nochmal in verschiedenen Schnitten. Das ist der Tunnel, den ich angesprochen hatte. Das wären so offene Wasserbecken. Und man kann sich da einfach die unterschiedlichen Strukturen, die in dem Gleisbauwerk drinstecken, also zum Beispiel Tröge oder die Skelette, zunutze machen. Nochmal ein Detail, das ist dieses obere Eingangsbauwerk mit den Umkleiden, die hier oben drauf. Man würde dann auch in dem dort, wo der Tunnel ist, und die Becken drin sind, entsprechende Einschnitte machen, dass das Licht auch reinfällt. Der Herr Planek hatte ja auch davon gesprochen, dass man, wenn man das eigentlich nutzen will, noch stärker Licht reinbringen muss, einfach durch Öffnungen, sei es von schon vorhandenen Bögen oder sei es durch Einschnitte. So, das ist nochmal ein Detail dazu. So, das war jetzt die nächste Arbeit, die nennt sich, das sind drei Studenten, das war der Herr Lukas, der Herr Frey und die Frau Haas, die haben das betitelt unter Breathing Monument, also sozusagen das atmende
Denkmal oder atmende Monument. Und damit meinen Sie, dass auf der einen Seite es eben eine Struktur gibt, also dieses südliche Überwerfungsbauwerk, das auch durch seine Offenlegung atmet und gleichzeitig mit verschiedenen Einrichtungen versehen wird, die überwiegend kulturell sind. Und hier gibt es eben auch den Gesichtspunkt dessen, dass von der Stadt auch, wie Herr Planik erwähnt hat, eben angesprochen, dass dieser Bereich möglicherweise in der kulturellen Nutzung zugeführt werden kann, also Stichwort Oper oder auch Neubau-Lindenmuseum. Das wäre quasi ein Auftakt, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das, was man mit dem Gleisbauwerk macht, dass man einfach überlegt, also wo sind die Anknüpfungspunkte an die vorhandene Stadt? Also wie kann ich, es ist ja jetzt sozusagen, ja, wenn man bei Englisch bleibt, in the middle of nowhere. Also man muss Zugang finden, man muss es verbinden und muss auch erreichbar sein. Und die Idee hier war eben, die Struktur als Ganzes einfach freizulegen und dann mit drei gezielten Eingriffen, das ist einmal an dieser Stelle ein Museum, an dieser Stelle eine Gastronomie und an dieser Stelle ein Haus für Veranstaltungen, die sich alle also sozusagen quer über diese vorhandenen Linien drüber legen, für eine Belebung zu sorgen und auch die Räume, die dann vorhanden sind oder dazwischen sind, eben mit zu nutzen. Jetzt zeige ich nochmal die Entwürfe. Das sehen Sie hier, diese kulturelle Sache. Dann diese drei Eingriffe: Museum, Gastronomie, Veranstaltung. Die zeige ich Ihnen jetzt nochmal im Einzelnen. Man kann das hier schon sehen im Schnitt. Also das Museum wäre so eine Art Balken, was sich eben über diesen Trog zwischen den beiden Strängen, einmal dem Tunnel, einmal dieser Boxstruktur, spannt, was unten durchlässig ist. Dann wird eben dieser Trog zwischen den beiden Linien als ein großes Auditorium genutzt. Jetzt springe ich jetzt mal. Ups, da ist es. Ne? So. Und dann gehe ich nochmal zurück auf den. Das ist jetzt dieses Auditorium, das Museum mit dem Auditorium ist der Baustein 1. Der Baustein 3 am Ende ist ein Gebäude, was auf dem Gleisbauwerk draufsteht und was für Veranstaltungen oder Tagungen genutzt werden kann und was dann am Ende in einen Park übergeht. Der Baustein 2, das ist dieser hier, da ist ein Vorschlag. Ups, da ist er, also gastronomische Nutzungen dort vorzusehen. Der liegt auch auf einer Höhe, wo er dann eben vom diesem Sinne-Areal auch erreichbar ist. Das ist im Schnitt durch diesen Baustein 2 mit der Gastronomie. Und das ist der Baustein 3, der dann am Ende sitzt und in den Park dann übergeht mit einem Naturlehrpfad, der so aufgeständert durch diese Parklandschaft und die Bäume durchgehen soll. Sieht man hier nochmal im Einzelnen, im Schnitt dargestellt. So, das ist das dritte Projekt. Das ist ein Museum. Also der Vorschlag, ein Museum für Ingenieurwissenschaften. Das finde ich zum einen ganz passend und zum anderen ist natürlich die, das kam ja auch bei Herrn Planik, die Frage oder die Idee, das Gleisbauwerk für Ausstellungen zu nutzen, ist ja erstmal eine naheliegende. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich auch mit einem relativ hohen Aufwand verbunden, weil das auch alles realisiert und gebaut werden muss. Gibt eben. Ja, also auf den verschiedenen Ebenen werden dann einfach unterschiedliche Räume hergestellt oder vorgeschlagen. Das ist ein Lesesaal oder hier sind so Arbeitsbereiche, größere Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Das ist jetzt eine Ebene weiter oben. Oder ist die gleich? Ich weiß jetzt gar nicht genau.
So, und hier sieht man auch nochmal diesen Ansichten und wieder die verschiedenen, also es sind doch relativ starke Eingriffe auch in diesen Tunnel, wo ziemlich viel aufgeschnitten werden muss, um diese großen Räume auch zu erzeugen. Hier sieht man es nochmal im Schnitt, nochmal das, was ich vorhin gesagt hatte, also auch hier wird ja relativ viel freigelegt, um diese räumliche Situation erreichen zu können. Denn das im derzeitigen Zustand ist es, das hat man ja vorhin an den Schnitten gesehen, ist die Geländekante, die läuft ungefähr so, glaube ich. Und hier haben wir für diese Arbeit nochmal Modelle und sozusagen Perspektiven, wie man sich Ausstellungsräume dann innerhalb dieses Gebildes vorstellen kann. Also es ist schon eine Arbeit, die auch wie die Arbeit davor eben, ich sag mal, mit einem sehr hohen Einsatz operiert und auch tiefgreifende Veränderungen der Struktur hat und einfach mit entsprechenden Mitteln auch. Ich weiß nicht, warum springt denn das so komisch? Jetzt. Ah ja. Okay. Die nächste Arbeit, das war dann die Frau Flöck, genau. Ihr Titel ist Klangart. Also sie ist davon ausgegangen, von zwei Sachen. Erstmal, dass man in diesem Bauwerk eine ganze Reihe von, ich sag mal, räumlichen Situationen hat, die auch akustisch besonders sind. Ne? Also einfach entsprechender Hall. Das war der eine Punkt. Und der andere Aspekt war, dass das Bauwerk, wie man an diesen Zeichnungen sehen kann, ja sehr jell ist. Ne? Also es ist zusammengesetzt aus einer hohen Zahl von Wiederholungen ähnlicher oder gleichartiger Räume, also Strukturen, Skelette oder auch Gewölbe. Und sie nutzt es dahingehend, dass sie sagt, also Klangart ist eigentlich der Versuch, eben diese Struktur zu bespielen, und zwar also musikalisch. Und das auf der einen Seite ist der Vorschlag eben diese einzelnen Kammern, die sich hier dann über die Struktur auftun, zu vergeben, also zu vermieten, zu bespielen für Proberäume oder individuelle Studios auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch in den Zwischenbereichen eben größere Räume auch für Veranstaltungen, die man dann mal für ein Konzert oder was Ähnliches nutzen kann. Also Auseinandersetzung, sagen, mit der Musik. Hier sieht man nochmal eben, dass man diese einzelnen Zellen quasi unterschiedlich ausstatten und möblieren kann. Und sie hat dann ein System sich überlegt, im Grunde, indem man in Holzbau ein Modul herstellt, was also addierbar ist und mit dem man dann diese Gleisbögen, das sind ja erstmal ganz kalte Räume und Räume, die man, wenn man sie als Innenräume nutzt, erstmal auch abdichten, was Feuchtigkeit und Wärmedämmung angeht, um dann eine bestimmte Behaglichkeit auch zu haben, die erforderlich ist, wenn ich dort arbeiten will. Und ihr Vorschlag war eben, dass man eben diese Teile, dass man die sozusagen seriell erzeugt, herstellt, vorfabriziert und dann dahin transportieren kann und eben entsprechend, gibt es unterschiedliche Varianten mit und ohne oberer Ebene, dort einsetzen kann. So, das ist ein weiteres Projekt, das ist von der Frau Almedina, nennt sich Interaktives Museum. Sie hat das, was das Interaktive angeht, jetzt nicht weiter durchgearbeitet, sondern hat sich eigentlich mehr mit den Zwischenräumen
zwischen den, diesen einzelnen Strängen befasst. Das sind also diese hier, beziehungsweise hier dazwischen, und hat einen größeren Baukörper vorgeschlagen, der das Ganze, also auch an der Stelle, wo diese Querung oder eine wichtige Querungsmöglichkeit, eben das Vorfeld von dem Sinnepalast, Querungsmöglichkeit zwischen Nord und Ost, eben liegt es dann. Details, so, nicht, da sieht man es nochmal ein bisschen größer. Und dann gibt es ein paar, sage ich mal, Visualisierungen, wie sie sich diese Zwischenräume eben vorstellt, wie man die bespielen kann und welche räumlichen Situationen und Atmosphären dort entstehen. Das ist jetzt, glaube ich, mit Blick Richtung Hauptbahnhof. Das ist der geschlossene, tunnelartige Teil. Das sind diese das Skelett, diese bockartigen Strukturen und der Raum dazwischen, auch mal mit einer Brücke überspannt. Das muss natürlich dann auch erschlossen werden, also einfach entsprechende auch Treppenelemente oder Stege, die da drüber gehen. Und das war dieses größere, geschlossene Museumsbestandteil, das ich schon erwähnt hatte, was dann da oben drüber liegt. Hier ist der Uferpalast. So, das ist jetzt eine weitere Arbeit, die nennt sich Neue Wege auf alten Gleisen. Die versucht in erster Linie die Struktur freizulegen, also ein Stück natürlich zu konservieren, zu erhalten, Wegebeziehungen herzustellen, ne? Also auch, dass man also im Grunde vom Gleisbogen kommen, auch über dieses Bauwerk, diese aufgeständerten Teil, dass man dann auch weitergeht, runterlaufen kann. Das ist also der Gleisbogen eben auch als Fuß- und Radweg, Erschließung oder Element, sich in diese Parklandschaft mit einbindet. Hier sehen wir nochmal diese Idee Kulturstandort, was auch die Stadt schon mal angedacht hat. Und ihr Haupteingriff besteht eigentlich zu sagen, dass es innerhalb Tunnels hat sie vorgeschlagen, eine sogenannte Kunströhre, oder sie nennt es Kunströhre und stellt dann, das kann man, stellt dann etwas rein. Das ist ein Element dann aus Stahl. Man kann es da können Sie es sehen, was dann innerhalb dieser Kunströhre steht, und das wäre in dem Fall also der einzige sozusagen geschlossene und auch temperierte Raum. Alles andere bleibt eben frei und offen. Also es ist eine Arbeit, die sehr, sehr zurückhaltend ist und relativ wenig macht und darauf setzt, dass eben das Bauwerk als solches einfach auch wirkt und nicht weiter, also auch keiner weiteren Erklärung oder Bespielung bedarf. Da sieht man hier nochmal das Prinzip, eben dass eben dieser kleine Ausstellungs- oder längliche Ausstellungspavillon dann in den Tunnel reingeschoben wird, und der ist dann oben begehbar und hat innen eben, kann man dann, hier ist mal so ein Detail dazu. Und das ist so eine Visualisierung, wie das innerhalb dieses Tunnels dann wirken würde. Der zerlegt es irgendwie in zwei Teile, aber so. Das ist jetzt die letzte Arbeit, die ich Ihnen zeigen möchte, die von Herrn Schneck. Die ist getitelt oder betitelt Neues Reservat Stuttgart und hat eigentlich zwei Ansatzpunkte. Zum einen ist Herr Schneck, finde ich, zu Recht der Auffassung, dass es eine ganze Reihe von heimischer Flora und Fauna gibt, die erhalten, geschützt und bewahrt werden muss. Und zum anderen ist ja absehbar, dass der sogenannte Schaubauernhof in der Wilhelma, dessen Tage sind gezählt oder leider gezählt, weil er einer Erweiterung, glaube ich, eines Vogelhauses, was immer, weichen muss. Und
es gilt dafür, einen neuen Standort zu finden. Und Herr Schneck hat eben den Vorschlag gemacht, das südliche Überwerfungsbauwerk eben als Standort für Flora und Fauna vorzusehen. Also man sieht es hier schon, ne? Man kann es hier schon ahnen. Also das sind die Tiere und Pflanzen, die es also zu schützen gilt. Und das ist mal so eine Vision, wie das vielleicht aussehen könnte. Das ist auf der einen Seite ist das eben das historische und freigelegte Bauwerk. Auf der anderen Seite sind es ein paar, das wäre dann auf der Ebene Schlosspark, ein paar Pavillons, die so vielleicht Didaktik oder Ähnliches oder auch mal ein kleines Café aufnehmen können. Man sieht es hier nochmal sozusagen als Isometrie. Und das Prinzip ist ein relativ einfaches. Also auf der einen Seite habe ich eben diese, ich sage mal, Abteilungen innerhalb des Tunnels, ja, also quasi der Stall. Und den Stellen vorgelagert sind dann das, was jedes Tier auch braucht, eben ein bisschen Auslauf. Einfach so ein Vorbereich, das ist halt dann getrennt, was da sind die Schafe und Kühe und was man jetzt im Detail nicht... Ja, das kann man jetzt hier nochmal, da sieht man jetzt nochmal, wie das, diese Boxstruktur mit der Plattform obendrauf, wie die auch eben als Weg benutzt werden soll. Ja. Aha. Ja, das ist ein Detail, eben wie man mit ganz einfachen Mitteln innerhalb dieser Stützen kleine Gehege oder Ställe herstellen kann und wie man dann auch eben das mit also Fauna und Flora und entsprechende Pflanzen sich ergänzen kann. Also das ist eine Arbeit, die ich schätze sie persönlich sehr, weil sie wirklich ein lustiger Vorschlag ist und mit einem relativ, finde ich, bescheidenen Aufwand ziemlich viel erreichen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Halt. Ja. Zufrieden? Super. Herr Schöne. Dann übergebe ich Professor Schöne das Wort. Mit dem rechts und links, vor und zurück. Dankeschön. Und da oben ist, da ist der Laserpointer. Gut. Bin ich schon, ja. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen durchhalten. Geht ja schon eine Weile. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wie schon eingangs erläutert, der Schwäbische Heimatbund hat uns als Büro beauftragt, eine kleine Studie zu machen zur Nachnutzung des nördlichen Überwerfungsbauwerks. Das heißt, ich leite zwar gerade momentan kommissarisch das Fachgebiet Orts- und Regionalplanung am Städtebauinstitut. Die Studie selbst hat jetzt aber eigentlich mit der Uni nichts zu tun, sondern das haben wir im Büro gemacht. Ein kleines Stadtplanungsbüro in Stuttgart und beschäftigt uns hauptsächlich mit konzeptionellen Fragen der Stadtplanung. Etwas, ja, vielleicht auch etwas besonderen Themen und deswegen hat es eigentlich für uns, war das eine sehr schöne Aufgabe, das zu bearbeiten. Vielen Dank, dass Sie uns dafür die Möglichkeit gegeben haben. Vielen Dank auch für die Vorträge, die wir schon gehört haben. Ich hätte Ihnen stundenlang noch weiter zuhören können. Ich bin immer noch ganz erfüllt von der Diplomarbeit, die schon so lange zurückliegt und so wahnsinnig aktuell ist nach wie vor und so grundsätzliche, kluge Ideen auch vor allem zum Städtebau da formuliert hat. Ich bin dann selbst ins Nachdenken gekommen, ob wir jetzt in der Zeit, an der wir gearbeitet haben, genug geträumt haben oder doch zu sehr eine Aufgabe gelöst haben. Das können Sie jetzt dann gleich entscheiden bzw. mitdiskutieren. Ja.
Sie sehen jetzt hier, auch wenn es so aussieht, wie die Bilder, die Sie bisher gesehen haben, jetzt eben nicht das südliche Überwerfungsbauwerk, sondern das nördliche Überwerfungsbauwerk, mit dem wir uns beschäftigt haben. Das Ganze ist natürlich Teil, also unsere Studie bezieht sich natürlich letztendlich auf ein Projekt, was erstaunlicherweise eigentlich schon einer Art von Archäologie bedarf, obwohl es noch gar nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, man sucht eigentlich auch jetzt schon nach dem, von dem man glaubt, was jetzt gerade aktuell ist, um darauf aufbauend dann eine Studie zu machen. Das ist sehr spannend. Der Plan ist nach wie vor gar nicht so falsch aus unserer Sicht. Also er ist der nach wie vor gültige Rahmenplan, der die grundlegenden Chancen, natürlich sieht man dort auch die Risiken, aber vor allem mal die Chancen, die städtebaulichen Chancen für Stuttgart dort zeigt und letztendlich auch den Gleisbogen hier schon, wie man hier sieht, eigentlich relativ stark verändert darstellt zu dem jetzigen. Das heißt also, wir müssen auch so viel neu erfinden, mussten wir nicht. Wir haben natürlich auch nachgeforscht, es wurde schon vorhin das Buch angesprochen. Es gab weitere Studien in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, die sich mit der Frage vor allem auch der Grünvernetzung und so weiter beschäftigt haben. Das heißt, alles, was wir hier zeigen, basiert letztendlich auch auf Arbeit von anderen, die schon geleistet worden ist. Wir haben versucht, jetzt eben aus heutiger Sicht und auch vielleicht eher aus städtebaulicher oder stadtplanerischer Sicht nochmal da drauf zu schauen. Es wurde Machbarkeitsstudie genannt. Das hört sich jetzt ein bisschen pragmatisch an, aber natürlich ging es letztendlich darum, die Chance zu nutzen, ein Bauwerk, was möglicherweise sowieso erhalten werden sollte oder wo angestrebt wird, dass es erhalten wird, quasi auch zu nutzen. Da möchte ich auch nochmal einen Vorredner, den Herrn Blanik, nochmal zitieren: Das Bauwerk muss bespielt werden, sonst macht es eigentlich keinen Sinn, es zu erhalten, beziehungsweise sonst wird es eben zu einem großen finanziellen Aufwand und einer Musealisierung, die vermutlich für so ein Bauwerk, was ja ein reines Infrastrukturbauwerk ist, jetzt nicht unbedingt umzusetzen ist. Das ist eine ganz vereinfachte Grafik, die Sie hier sehen. Letztendlich haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Ab jetzt schneide ich dann aber auch den unteren Teil hier ab, leider. Aber davon haben wir jetzt ja schon relativ viel gesehen. Praktisch die Frage, wie quasi diese Bereiche, das südliche Überwerfungsbauwerk, wie das architektonisch auch nachgenutzt werden kann. Es taucht teilweise jetzt dieser Bereich noch ein bisschen auf, was jetzt so die Wegeverbindungen angeht. Aber eigentlich haben wir uns quasi ganz, also mit den konkreteren Überlegungen auf diesen nördlichen Teil beschränkt. Da haben wir jetzt mal so ein paar Teile rausgegriffen, die jetzt vielleicht auch aus Sicht des Denkmalschutzes interessant sind, ursprünglich angetreten sind wir mit der Frage, lohnt es sich, beziehungsweise welche städtebaulichen Chancen sehen wir darin, dieses Bauwerk hier, also die Gäubahnbrücke, das Viadukt und das Überwerfungsbauwerk hier zu erhalten. Und es eben, und sage ich mal, da war uns auch schon letztendlich die Idee vorgegeben, die wir dann auch nicht mehr in Zweifel gestellt haben, die zu nutzen als diese Bauwerke zu nutzen als Teil eines Panoramawegs, als Teil einer Fuß- und Radwegverbindung, die quasi hier in diesem großen Bogen beschreibt und dann eben auch über das südliche Überwerfungsbauwerk bis zum Bahnhof geht, wenn nicht die architektonische Lösung dort eine Barriere erzeugt, sondern eine Verbindung auch ermöglicht, was ja die meisten Arbeiten auch gemacht haben. Jetzt nehme ich Sie vielleicht noch mal ganz kurz mit auf einen kleinen Spaziergang, kleine Exkursion, die wir natürlich dann auch gemacht haben. Ich vermute, die meisten von Ihnen, die sich für das Thema interessieren, kennen die Situation auch ganz gut. Hier ein kleiner Planausschnitt zur Orientierung. Hier, das sind die Wagenhallen, die gerade saniert werden. Und das ist quasi hier der Punkt, wo wir sagen können, das ist so eine Art Startpunkt, je nachdem, wie sich nachher die Rahmenbedingungen bezüglich der Gäubahn ergeben. Hier, das ist der Blick dazu, mit den Wagenhallen hier hinten, den Bildungsbauten an der Stelle und eben schon hier letztendlich diesem Gleisbogen der Gäubahn und eben dem Gleisfeld, was hier nach Feuerbach abbiegt. Da gucken wir jetzt von der Brücke hier runter. Dann gehen wir einen Schritt weiter, gehen hier durch diese besondere Situation mit den Hotel- und Bürobauten hier durch, weil eben hier natürlich noch keine Verbindung herrscht. Und der nächste Punkt ist dann hier so ein Bereich eines kleinen Fußweges,
Also es gibt eine Verbindung, die ist im Moment noch relativ mühsam. Sie ist ganz interessant und spannend, so eine kleine Wegesituation durch dichtes Grün, teilweise mit so einem Blick dann auf die Gleise. Und dann gehen wir weiter und blicken hier unten dann schon an der Haltestelle Nordbahnhof auf so ein kleines Gleisdreieck. Das ist jetzt im Moment genutzt, auch natürlich durch Infrastruktur, teilweise auch durch, glaube ich, schon durch so ja, Bürosituationen in diesen Hexenhäuschen, komme ich gleich noch dazu, von gewerblichen Betrieben für die Baustelle. Die S-Bahn wird ja gerade auch schon verlegt. Aber man sieht hier eigentlich ganz gut, dass es dort natürlich auch eine Fläche gibt, die auf eine Nutzung dann wartet. Hier dieser spektakuläre Blick auf das Bauwerk aus der Nordbahnhofstraße. Das ist so ein alltäglicher Blick, aber wenn man mal mit einer besonderen Sensibilisierung durch die Straße geht, die Größe des Bauwerks mal erfasst und auch letztendlich sich vorstellt, dass man da oben vielleicht irgendwann stehen könnte, dann kommt man auch ins Träumen, auch wenn man eine pragmatische Aufgabe zu lösen hat. Hier die berühmten Hexenhäuschen, die meiner Ansicht nach zum Teil hier schon jetzt auch umgenutzt worden sind. Ich glaube, ein Gebäude ist noch bewohnt. Das sind ja sehr berühmte Bauwerke, nicht nur in der Fachwelt, aber auch aus Funk und Fernsehen bekannt. Und hier jetzt das Überwerfungsbauwerk, wo jetzt ein Aspekt auch schon ganz deutlich zu sehen ist, nämlich der, dass es eingegraben ist. Also wir haben ein mehrgeschossiges Gebäude, Sie erinnern sich an das Bild am Anfang und Sie sehen, dass eigentlich der untere Teil hier unten jetzt eigentlich angeböscht ist. Komme ich auch gleich nochmal dazu, warum das so ist. Aber man sieht eigentlich im Prinzip nur eine Hälfte von dem Bauwerk im Moment. Geht man noch ein Stück weiter, dann sieht man hier die Stahlfachwerkbrücken, Nordbahnhof, Haltestelle Nordbahnhof, S-Bahn-Haltestelle. Im Moment auch ein sehr infrastrukturell und verkehrlich geprägter Ort, aber natürlich durch die Nähe der Wagenhallen, der Waggons und auch die Nähe der S-Bahn-Haltestelle eigentlich ein Ort mit einem unglaublichen Potenzial. Die Nordbahnhofstraße geht da im Endeffekt durch diese Brücken unten durch. Auf der anderen Seite kommt dann ein sehr attraktives Museum und wir haben eine S-Bahn-Haltestelle, eine U-Bahn-Haltestelle. Also es ist als städtischer Ort eigentlich, sag ich mal, an Attraktivität kaum zu überbieten, was die Erschließung angeht. Das heißt, die Frequenz ist eigentlich vorprogrammiert, sobald dort irgendwas entsteht, was, sag ich mal, Menschen auch anzieht. Und hier dann muss man sich so ein bisschen auf die Gleise beugen von der S-Bahn-Haltestelle, um dieses Überwerfungsbauwerk überhaupt mal zu sehen. Wir sind ein paar Mal drüber gefahren, also im Moment fährt die Gäubahn ja noch vom Bahnhof. Das heißt, wenn Sie jetzt die Gäubahn hochfahren Richtung Schwarzwald und Singen runter, dann fährt man hier oben drüber, kann dann auch in beide Richtungen schauen. Das haben wir ein paar Mal gemacht. Aber wenn man von unten drauf guckt, dann sieht man eben, wenn man sich hier so von der S-Bahn auf die Gleise beugt, sieht man hier quasi das Überwerfungsbauwerk, wo eben diese zwei Schienen eben kreuzungsfrei übereinander geführt werden. Und wenn man ein Stückchen weiter geht, dann von den Brückenbauwerken des grünen Us, dann sieht man eben hier auch auf das Überwerfungsbauwerk. Das ist jetzt ein bisschen klein vielleicht für die hinten sitzen. Aber man sieht auch schon das Potenzial der Blickbeziehungen hier im Hintergrund. Dann sieht man da auch die Rothenbergkapelle und also das Bauwerk selbst ist teilweise jetzt natürlich vor allem im Sommer relativ stark eingegrünt und auch das Gleisgebirge, was drumherum liegt, verhindert so ein bisschen einen Blick darauf. Aber es ist eine sehr besondere Lage, sowohl was das Gesehenwerden als auch was das Blicken nach außen angeht. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Projektarchäologie betrieben. Zuerst haben wir gedacht, das ist die Lösung hier, die jetzt verfolgt wird, haben uns schon ein bisschen gefreut. Man sagt, hier kommt die Gäubahn in Zukunft, dann biegt die hier vor der Heilbronner Straße, vor der Haltestelle Pragfriedhof, biegt die dann in so einen Tunnel ab, wird hier großzügig, hier so unter dem Berg, hier oben ist dann Killesberg, die Höhe K, wird hier durchgeführt und dann in der großen Schleife zurück zum Hauptbahnhof. Hier sehen Sie auch noch ein bisschen die S-Bahn, wie sie eben bleibt, komme ich gleich nachher noch drauf. Haben wir dann irgendwie akzeptieren müssen, dass wir wahrscheinlich davon nicht ausgehen können, weil das hätte ja bedeutet, dass wir eigentlich schon relativ früh hier sogar die Anknüpfung an den Westen schaffen würden durch diese Gleistrasse. Wahrscheinlicher ist es, dass die Gäubahn oberirdisch quasi weiterfährt, dann Richtung Feuerbach abbiegt und dann eben man von Feuerbach aus dann, wenn man eben mit der Gäubahn fährt, dann über die S-Bahn-Trasse dann in den Hauptbahnhof fahren kann. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich
einen relativ interessanten Punkt. Da komme ich gleich nachher auch noch drauf, weil der der Anfang eigentlich von diesem Gleisbogen werden könnte, wo wir aber immer noch Gleisverkehr dann haben werden durch die Gäubahn. Das kann jetzt auch noch anders kommen. Also da ist die Messe noch nicht gelesen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist so ein Zwischending aus Gleisen werden noch komplett genutzt und Gleise werden eigentlich komplett frei bis in den Westen. Sie sehen jetzt hier auch noch die Infrastruktur, die oberirdisch hier noch bestehen bleibt. Das ist die S-Bahn mit der Haltestelle Nordbahnhof, die dann eben hier weitergeführt wird nach Feuerbach. Ansonsten kann man hier auch schon sehen, sind die alle Gleise, die sonst in diesem Bereich sind, sind eigentlich werden nicht mehr benutzt in Zukunft und sind eigentlich Teil der Frage, wie sich in Zukunft dieser Bereich städtebaulich und freiräumlich entwickeln wird. Wir haben mal eine sehr vereinfachte Grafik gemacht. Sie finden da jetzt sicher ein paar Fehler. Aber einfach mal, um das deutlich zu machen, welche Flächen eigentlich in Zukunft theoretisch zur Verfügung stehen würden. Auch das ist natürlich hier mit einem großen Fragezeichen zu sehen, weil das ist ein, sag ich mal, der schematische alte Entwurf des Rosenstein-Quartiers. Da gibt es jetzt ja eine Diskussion darum, ob es da nicht einen neuen Entwurf dazu braucht. Den haben wir jetzt einfach mal nur hier reingelegt, um eben zu zeigen, auch was die Idee nach wie vor auch sein sollte von dem Rahmenplan, zu sagen, es gibt hier eine Schnittstelle und eine sehr intensive Verbindung von dem Nordbahnhofquartier und dem neuen Rosenstein-Quartier. Aber es gibt eben auch hier diese größere Parkfläche, die hier auch letztendlich über Teile dieses jetzt bestehenden Gleisgebirges sich erstrecken könnte. Und dann eben hier auch die Anknüpfung über diese Gäubahntrasse, über den Gleisbogen bis zu der Haltestelle Heilbronner Straße bzw. Pragfriedhof, Pragfriedhof hier schaffen kann. Und dann natürlich auch die Frage, inwieweit hier diese Bereiche, die relativ, die deutlich weniger Gleisanlagen nachher noch beherbergen werden, wie die dann auch im Sinne einer Stärkung und stärkeren Vernetzung der Funktion des grünen Us dann auch herangezogen werden könnten. Also das sind so die Potenzialflächen, die wir sehen. Dann haben wir mal ganz vereinfacht versucht herauszufinden, wo eigentlich jetzt die Wegebeziehungen sind. Da können Sie sich noch mal kurz daran erinnern, wie wir hier durchgelaufen sind. Also das ist jetzt gerade ein Weg, den es gibt. Wir haben natürlich die Nordbahnhofstraße, wir haben überall so Verknüpfungen in die Quartiere rein und auch von einigen Straßen dann in die Grünräume. Also wir haben einfach mal versucht, die Verbindungen zwischen den Grünräumen und den Quartieren irgendwie darzustellen, wie sie heute sind, und haben das dann mal überlagert mit der Möglichkeit, wie das vielleicht in Zukunft aussehen könnte. Da stecken jetzt schon ein paar Ideen drin, die wir uns gemacht haben, beziehungsweise die auch schon andere vor uns sich gemacht haben, welches Potenzial jetzt eigentlich da drin stecken würde, diese Verbindung zu qualifizieren. Wir haben jetzt einfach mal das hier fettrot reingelegt, dieser Gleisbogen, der eben als Rad- und Fußwegverbindung dann hier von der Heilbronner Straße, von diesem Kreuzungspunkt der Heilbronner Straße und der Gäubahntrasse letztendlich beginnen würde, mit der Option, das vielleicht auch hier zu verlängern, dann bis in den Westen hoch. Und dann eben hier diese Verbindung, die dann hier über, weiß ich nicht, wahrscheinlich so circa 3 Kilometer bis zum Bahnhof, hier in dem Bereich vielleicht mit 1 bis 1,5 Kilometern bis zu diesem angedachten Platz als Bindeglied zwischen dem Quartier Rosenstein und dem Nordbahnhofviertel verlaufen würde. Komme ich auch gleich noch dazu, wie man das vielleicht über die Topografie dann denken muss, um auch diese Verbindung herzustellen. Und dann sehen Sie schon hier, dass hier ein relativ dichtes Wegegeflecht aus unserer Sicht dann möglich wird, sowohl vielleicht unter dem Bauwerk durch, als auch über das Bauwerk drüber. Und hier dann plötzlich ein ganz wichtiger, zentraler Ort entsteht und vor allem eben auch eine neue Verbindung. Also vielleicht hier nochmal vereinfacht dargestellt, die Anbindung Rosensteinpark an der Stelle, sowohl für das Quartier als auch für diejenigen, die eben über den Gleisbogen letztendlich sich bewegen werden. In Zukunft sollte das, sagen wir mal, möglich werden, dort einen Rad- und Fußweg zu installieren.
diese Anbindung an den Rosensteinpark hier, die Anbindung an das Rosensteinquartier, letztendlich dann auch an die Radwege, die wir haben, die Hauptradwege, die ja Teil von dem größeren städtischen Konzept auch sind. Hier oben haben wir noch einen zweiten am Kreerwald entlang, wo man auch sagen kann, über diese neuen Verbindungen schafft man dann auch hier nochmal eine Anbindung in diese Quartiere, die eben im Stuttgarter Norden dann Richtung Killesberg sich erstrecken. Und so sehen wir da doch ein großes Potenzial, diese Bereiche, die hier sind, dann eben an den Park und auch an die Innenstadt anzuschließen. Also natürlich ist es ein Bogen. Das erste Bild haben Sie ja auch gesehen. Es ist auch ein relativ weiter Bogen. Es ist jetzt Luftlinie nicht der kürzeste Weg, sage ich jetzt mal, von dem Schulzentrum hier zum Beispiel dann in die Innenstadt. Aber, sage ich mal, bei einem ja, in die Zukunft gerichteten Verkehrskonzept, was vielleicht auch versucht, sage ich mal, gute und angenehme und qualitätsvolle Alternativen aufzuzeigen, wie man sich durch die Stadt bewegen kann. Da wissen wir auch, dass nicht unbedingt, sage ich mal, der kürzeste Weg, auch zeitlich der kürzeste Weg, nachher ausschlaggebend sein wird für die Wahl, sondern eben der angenehmste und attraktivste. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich quasi von hier mit dem Rad entlang des Gleisbogens entspannt in die Stadt rollen kann, dann würde ich das vielleicht dem vorziehen, mich hier an der Heilbronner Straße entlang der Autos entlang zu drücken. Aber das ist, sage ich mal, so das spielt dann natürlich eine Rolle. Ja, einfach zu sagen, das ist ein bisschen wie das grüne U ja auch ursprünglich gedacht war und auch weiter natürlich funktioniert. Das ist eigentlich eine Infrastruktur. Sie sehen ja hier auch die ganzen U-Bahn-Haltestellen, die hier entlang gehen. Das heißt, das grüne U ist eine ganz tolle grüne Infrastruktur, um sich durch Stuttgart zu bewegen, und letztendlich verbindet sie unglaublich viele kulturelle und Einrichtungen, Freiräume, und sie tut es eben so, dass man jederzeit ein- und aussteigen kann und dass man eben, man muss jetzt eben nicht von der einen Seite los und am Ende wieder dort enden, sondern man kann eben das grüne U auch abschnittsweise nutzen und genießen, je nachdem, wie man es nutzt. Und so ähnlich stellen wir uns eben auch den Gleisbogen vor. Wir dürfen jetzt natürlich nicht dafür sorgen, dass man nur hier drauf kommt und dann bis zum Bahnhof fahren muss, um wieder runterzukommen. Das heißt, wir müssen natürlich vor allem diese Schnittstellen stärken und auch die Verknüpfungen. Klar, sag ich mal, ein großes Potenzial ist, wenn Sie sich vorstellen, da in einigen Metern Höhe da über das Quartier und über den Park zu schweben, sind natürlich die Blickbeziehungen. Wir haben jetzt einfach mal ein paar ganz schematisch rausgenommen und sage ich mal, das sind jetzt nicht die Blicke vom Gleisbogen, sondern wir haben jetzt einfach mal die Sachen, Teile der Stadt, die man eben sieht, oder auch der Region, die man von dort aus sehr gut sehen wird, mal rausgeholt, um das Potenzial einfach mal darzustellen. Und dann haben wir ein bisschen genauer hingeschaut. Sie sehen, wir haben jetzt hier teilweise mit etwas unterschiedlichen Planständen auch gearbeitet. Wir mussten ja ungefähr mussten uns ja irgendeine Grundlage schaffen, um zu sagen, wie könnte denn die Stadt da aussehen. Da haben wir jetzt nicht auch noch einen Entwurf dazu gemacht, sondern wir haben jetzt einfach mal den genommen, den es schon gibt, sowohl für diesen Bereich als auch für diesen Bereich. Das heißt, Sie sehen hier auch der jetzige Entwurfsstand. Geht davon aus, dass Teile dieses Gleisgebirges abgetragen werden oder zumindest eben, dass an der Stelle gebaut wird. Sagt jetzt dieser Plan ja noch nicht aus, ob das abgetragen wird oder ob das da reingeschoben wird. Aber Sie sehen jetzt hier in den unterschiedlichen Farben mal dargestellt, grau ist die S-Bahn-Linie, die bleibt. Hier ist grau die Gäubahn-Linie, die vermutlich bleiben wird an der Stelle oder wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, um es uns nicht zu einfach zu machen an der Stelle. Und grün sind jetzt in unterschiedlichen Grün sind eben jetzt die Trassen, die wir entweder nutzen können, ja, oder die wir nutzen können, beziehungsweise die wir umgestalten könnten, wenn es dafür ein sinnvolles Konzept gibt und wenn die Mittel dafür da sind. Und Sie sehen jetzt auch, dass wir hier schon davon ausgehen, dass man einen Großteil dieser Brückenbauwerke auch versucht zu erhalten und dass man sie dann auch, in so ein Konzept mit einbindet. Eine der wichtigsten Fragen ist ja am Ende, vielleicht kann ich das hier noch mal kurz zeigen, wir gehen jetzt mal davon aus, hier gibt es ja eine S-Bahn-Haltestelle in Zukunft, die ist ja auch schon in Bau. Die S-Bahn taucht dann hier auf, geht dann hier über eine etwas umgebaute Brückensituation weiter, fährt unter dem Überwerfungsbauwerk hier durch, kommt an die S-Bahn-Haltestelle und hier entsteht so oder so eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Rosensteinquartier und dem Quartier dem Nordbahnhofviertel. Und an dieser Stelle, glauben wir, sollte unbedingt
dieser Gleisbogen auch einen Anschluss haben. Das heißt, es sollte dort auf der Ebene des Platzes oder zumindest der Haltestelle irgendwie ankommen und eben diese Verteilerfunktion dann auch, um diese Verteilerfunktion wahrnehmen zu können, um in diese verschiedenen Quartiere dann zu vermitteln. Deswegen haben wir uns da mal so ganz grob schematisch die Höhen mal angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das hier ist die rote Linie. Die rote Linie ist die Bestandslinie, die gepunktete Linie. Vermutlich können Sie jetzt da die Zahlen nicht lesen, aber es geht so von 2,59 auf 2,50 ungefähr runter. Wir haben da so eine, sag ich mal, eine Steigung, die da, je nachdem, wo man anfängt und wo man aufhört, deutlich unter 6% liegt. Und das hier ist jetzt ganz schematisch mal das Quartier im Hintergrund. Also hier ist der Bereich, die sind jetzt natürlich nicht maßstäblich gezeichnet. Hier sind jetzt diese Hexenhäuschen und das Überwerfungsbauwerk. Und da gehen wir dann quasi noch bis zu den Brücken an der Ehmannstraße, würden wir dann auf der Geländehöhe ungefähr bleiben und dann vorschlagen, eben das Gelände sanft abfallen zu lassen, um eben auf der Höhe von dem angedachten Platz an der Stelle dann zu enden. Das ist für uns ein ganz, ganz zentraler Punkt. Der erscheint jetzt erstmal sehr banal, aber ja, haben ihn halt mal aufgezeichnet. Wir glauben, dass es wichtig ist, das einfach mal zu zeigen, dass es geht und dass da auch, jetzt sage ich mal, muss man nicht viel für tun, um das hinzukriegen. Hier jetzt nochmal zusammengefasst, die Möglichkeiten ganz vereinfacht dargestellt. Einerseits dieser Gleisbogen selbst, also die erhöhte Ebene, die dann hier langsam vermittelt auf diesen Platz. Dann ein Ort, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, den wir am Anfang gesehen haben, dieses kleine Gleisdreieck, was da jetzt so ein bisschen irgendwie so als Hinterhof da rumliegt, von dem wir glauben, dass er gerade an der Stelle hinter jetzt diesen Bögen, hinter dem Viadukt, hinter den Hexenhäuschen, irgendwie direkt zwischen diesen Infrastrukturen doch vielleicht eine besondere Rolle spielen könnte, auch in Zukunft jetzt zusätzlich zu der oberen Ebene, eben, den wir da haben. Und dann haben wir eigentlich eine ziemlich große Fläche, die jetzt Gleisgebirge sind, die jetzt ziemlich dicht mit Büschen und teilweise auch Bäumen bewachsen sind, die das teilweise auch verhindern, dass, wenn man mit der Bahn durchfährt, im Sommer den Park sieht. Die nimmt man jetzt eigentlich gar nicht wahr, weil wenn man hier diese Straße entlangläuft, dann sieht man da eigentlich nur diese Böschung und von dieser Seite kann man sie gar nicht sehen, weil eben das Überwerfungsbauwerk dazwischen liegt. Da muss man schon Bahn fahren, um das zu sehen. Und das ist eine ziemlich große Fläche, über die kann man sich auch Gedanken machen. Wir haben das jetzt mal ganz vereinfacht. Sieht man das? Ja. Vereinfacht über so ein Schrägluftbild von Google drüber gezeichnet. Unsere Datengrundlage war jetzt nicht so ganz so optimal für die Studie. Aber wir haben hier quasi das Viadukt in dem Bereich, das Überwerfungsbauwerk und dann eben diese leichte Abböschung oder die leichte Modellierung des Geländes bis dann hier runter eben zu dem Punkt, wo die Verbindung zwischen dem Nordbahnhofviertel und dem Quartier Rosenstein hergestellt werden könnte und eben hier in diese Richtung dann über das Viadukt, über die Brücke an den Wagenhallen vorbei, dann Richtung Heilbronner Straße. Und da sieht man jetzt schon so ein bisschen auch, was wir uns da vorstellen würden. Das haben wir jetzt mal, die Nähe zu den Wagenhallen und zu den Waggons an der Stelle natürlich auch thematisiert, gerade im Kontext von diesen alten Infrastrukturen, von diesem sehr harten, roughen Ort, der dort jetzt existiert. Der hat ja auch einen gewissen Charme. Natürlich bringt man da dann gleich immer kulturelle Nutzungen, urbane Nutzungen mit ins Spiel. Wir finden es an der Stelle tatsächlich angebracht, darüber nachzudenken, weil gerade an der Stelle muss man sagen, wir sind ja hier nicht irgendwo in der Innenstadt, wo man einfach nur warten muss, bis die Leute aus den Häusern drumherum kommen und dann irgendwie einen Ort bespielen, sondern wir sind hier ja an einer Stelle, die geprägt ist von schweren Infrastrukturen und eigentlich auch gerade eine Hinterhofsituation darstellt, vor allem in diesen Bereichen. Da müssen wir was tun, damit dieser Ort eben bespielt wird. Und wir glauben, das ist ein riesiges Potenzial des Gebäudes selbst auch, zu nutzen und eben die Freiräume, die drumherum sind. Also man kann jetzt vielleicht auch hier sagen, so diese, würde man sagen, urbane Aktivitätszone der Nordbahnhofstraße könnte ja durchaus hier einen neuen
interessanten Trittstein bekommen, um dann eben zu vermitteln bis hoch zum Löwentormuseum. Es ist ja auch ein ganz, ganz besonderer Ort, eine ganz tolle Architektur, die in den Park da reingesetzt worden ist, mit einer Eingangssituation hier an der Stelle, die jetzt so ein bisschen durch den Parkplatz vielleicht ein bisschen abgewertet ist, aber wo man richtig auch spürt, wie das Gebäude sich in diesen Park einfügt und sich da auch so ein Stück weit zurücknimmt und dann diesen Zugang hier in diese wunderbare landschaftliche Situation ermöglicht. Und gerade an der Stelle sehen wir eben die Möglichkeit, einerseits einen städtischen Ort zu schaffen, also eine Platzsituation in Kombination mit der Nutzung des Bauwerks und vielleicht auch der Häuschen, die da stehen, und eben einer Nutzung dieser Freiräume, die hier jetzt auf den Flächen liegen könnten, die jetzt gerade noch von den Gleisen genutzt werden. Wir haben jetzt mal urbane Sport- und Freizeitaktivitäten hingeschrieben. Da komme ich gleich noch mal dazu, was wir denken, was dort möglich wäre. Vielleicht als kleiner Exkurs. Die U-Bahn-Haltestelle am Pragfriedhof ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil es letztendlich der Zugang oder eine der wichtigen Zugänge sein wird zum Gleisbogen. Da ist jetzt im Moment natürlich, sage ich mal, die Haltestelle oder die Wegesituation über die Heilbronner Straße ist aus unserer Sicht verbesserungsfähig, aber dennoch muss man sagen, hier kommen relativ viele Fuß- und Radwegeverbindungen aus dem Stuttgarter Norden und entlang der Heilbronner Straße zusammen. Es funktioniert auch einigermaßen gerade und wir glauben, man müsste eben diesen Punkt jetzt hier, je nachdem, ob eben die Möglichkeit besteht, den Gleisbogen weiter zu nutzen, man müsste auf jeden Fall diese Stelle nochmal ganz genau anschauen. Und unser Vorschlag ist jetzt hier dann auch einfach hinter diesen neuen Schulgebäuden, da ist relativ viel Platz, quasi hier über eine Rampe die Gelände miteinander zu vermitteln und dann hier quasi so einen Auftakt in diesen Gleisbogen zu haben. Aber das ist sowas, also wenn man jetzt die Idee weiterdenkt und auch genau weiß, wie die Gleise in Zukunft hier genutzt werden, ist es ziemlich wichtig, da drüber nachzudenken. Jetzt komme ich noch zu einem kleinen Zoom auf diesen Bereich. Wir haben es jetzt mal Platz am Viadukt genannt. Sie sehen jetzt hier die sogenannten Hexenhäuschen. Sie sehen den Gleisbogen in Form dieser Brücke, des Viadukts und dann eben dem Überwerfungsbauwerk. Wir haben jetzt hier angedacht, das Überwerfungsbauwerk tatsächlich an einer Stelle auch unterirdisch oder jetzt sage ich mal im Erdgeschossbereich des Bauwerks zu durchdringen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, wie es auf den Plänen aussieht, weil das ist zwar zweigeschossig an der Stelle, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum das angeschüttet worden ist, weil zum Beispiel die S-Bahn hier ankommt auf einem Bahndamm und die kommt eben auf der Ebene des ersten OGs an und dann kann ich jetzt natürlich nicht einfach sagen, ich nehme hier den Wall weg, weil dann fällt die S-Bahn runter. Deswegen muss man sich schon genau überlegen, wo man das macht, aber wir glauben, dass es da einen Ort gibt, wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, braucht man natürlich schon eine Stützwand dann. Und dann könnte man eben auch in diesem Bereich, wo ich vorhin das Foto gezeigt habe, also wenn man hier quasi Richtung Böschung guckt, könnte man tatsächlich dann das Bauwerk aus unserer Sicht auch abgraben und nutzen. Also da gehen wir davon aus, dass es nutzbar ist. Das ist ein Bauwerk, was jetzt irgendwie über viele Jahrzehnte, sag ich mal, extrem schwere dynamische Lasten getragen hat. Das wird es jetzt, glaube ich, auch schaffen, ein paar Fußgänger und Radfahrer zu tragen und gleichzeitig vielleicht auch noch eine Nutzung aufzunehmen. Da gehen wir jetzt mal davon aus. Und dass man dann eben auch dieses Thema des Viadukts jetzt nicht unbedingt so wie in anderen Beispielen löst, dass man jetzt sagt, okay, jetzt werden diese Bögen zugemacht und da kommen Läden rein, sondern dass man vielleicht einfach dieses Thema der Hexenhäuschen dort aufgreift, vielleicht, dass man die ein bisschen überformt, stehen lässt, verlängert, wie auch immer, und diese Verbindung thematisiert, vielleicht aus dem einen Bogen auch, weiß ich nicht, einen Kletterbogen zu machen, diese Platzsituation hier gerade in Richtung Nordbahnhofstraße zu nutzen, den Durchgang aber auch zu thematisieren und hier eben in diesem Bereich so einen Platz zu schaffen, der dann auch mit der Topografie zur S-Bahn nach oben da, eine sehr spannende räumliche Situation ergibt mit Südausrichtung direkt an der S-Bahn- und U-Bahn-Haltestelle. Hier sieht man auch schon angedeutet so ein paar Überlegungen zur Nutzung von dieser Topografie. Ich sehe eine große Chance darin, den Park an der Stelle ein Stück weit weiterzudenken. Der Rosensteinpark selbst ist ja ein Stück weit auch eine landwirtschaftliche Fläche für die Wilhelmer. Das heißt, die Nutzung der Wiesen ist eingeschränkt. Und wir könnten uns durchaus vorstellen, da so einem Defizit zu begegnen in Stuttgart, was so urbane Sportangebote angeht. Wir haben dort eine bewegte Topografie. Und wir denken, dass man durchaus durch so ein, ja, einerseits vielleicht eine Erweiterung der Museumsnutzung
und andererseits eben auch eine Integration von niederschwelligen, informellen Sport- und Bewegungsangeboten da eine sehr gute Möglichkeit hat, den Park zu erweitern. Habe ich jetzt vorhin schon etwas vorgegriffen bei der Frage, wo wir glauben, dass man da unten durchgehen kann. Wie gesagt, so sah das Bauwerk mal aus. Jetzt ist es hier angeschüttet und wenn man eben hier unten durch möchte, dann muss man sich gut überlegen, wo man quasi hier abgräbt, weil hier oben eine S-Bahn durchfahren muss. Hier nochmal ein kleiner Zoom, eine sehr schematische Zeichnung. Sie sehen, wir schweigen uns ziemlich darüber aus, was wir uns in dem Bauwerk hier vorstellen. Ich glaube, die Ideen, die wir auch heute schon gesehen haben, die sind weitreichend. Wir können uns da sehr viel vorstellen. Klar liegt es nahe, vielleicht Atelierräume dort zu haben, glauben aber auch, dass gerade gastronomische Nutzungen dort großes Potenzial haben, vielleicht auch Wohnen auf Zeit. Also diese Räume hier sind aus unserer Sicht, das ist ja, wäre dann hier in dem Bereich, gerade mit der Orientierung hier zu dieser urbanen Platzsituation, ja, haben großes Potenzial aus unserer Sicht umgenutzt zu werden. Und relativ einfach, weil es ist ein Bauwerk, das steht auf der Straße, es hat vor sich eine Erschließung und es ist ein sehr robuster Rohbau, den man natürlich sanieren muss, der aber ein Stück weit auch schon ziemlich viele Baukosten vorwegnimmt. Wir haben so kleine Skizzen gemacht, wie wir uns jetzt zum Beispiel diesen Platz vorstellen könnten. Also hier sehen Sie jetzt diese Viaduktsituation, hier hinten das Gleisbauwerk, da klettern ein paar. Hier haben wir die Hexenhäuschen verlängert. Das sind vielleicht, ja, sind vielleicht kleine Restaurants drin oder auch mal ein Büro oder ein Geschäft an der Stelle. Und hier sehen Sie so eine kleine Topografie nach Süden orientiert, die den Platz bespielt. Sehr urbane Situation geworden. Beispiele dafür sehen hier, das ist jetzt wirklich schon sehr nah, wobei hier kein Platz entstanden ist, aber das ist ein realisiertes Projekt, wo auch eben Teile der Gleise jetzt hier in Zürich als Fuß- und Radweg umgenutzt worden sind und dann eben unter dem Viadukt der Gleisbauwerke neue Architekturen entstanden sind. Oder hier ein Konzept in Basel, auch in der Schweiz, das Stadtterminal, was jetzt noch nicht umgesetzt wird, was gerade im Bau ist, Köber Landschaftsarchitektur Stuttgart hat da mitgewirkt, wo so ein Infrastrukturgebäude unter so eine Infrastruktur gesetzt wird. Dann haben wir uns mal vorgestellt, wie das wäre, da oben zu stehen und die Nordbahnhofstraße runterzuschauen. Haben uns natürlich nicht getraut, hochzugehen, aber mit einigen technischen Hilfsmitteln kriegt man das ganz gut hin, sich diesen Blick vorzustellen und dann auch die Wahrzeichen von Stuttgart im Hintergrund sich vorstellen zu können. Die Referenzen für so eine Nutzung, für so eine Nachnutzung von der Gleisanlage, die liegen natürlich auf der Hand. Die High Line von New York ist vielleicht an der Stelle jetzt nicht unbedingt die richtige Referenz, auch wenn sie was Ähnliches macht, aber natürlich auch ganz stark davon lebt, dass da drumherum eine unheimlich dichte Stadt ist und die wirklich diese Freiräume braucht an der Stelle. Das heißt, es ist weniger, oder es ist auch eine Infrastruktur, aber es ist eben auch ein Stück weit ein Park. Vielleicht passt es etwas besser, der Viaduc des Arts in Paris. Paris der wurde hergestellt, als die neue Oper an der Bastille gebaut wurde. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Referenz, finde ich. Die ist halt unten, sage ich mal, hat jetzt nicht diesen offenen Charakter, ist unten relativ stark ausgebaut. Es gibt natürlich auch noch andere Beispiele dafür. Zu dieser Frage der landschaftlichen Nutzung hier, da möchte ich jetzt auch nicht zu weit ausholen noch, aber vielleicht noch mit ein paar Ideen, ja, da unser Konzept erläutern. Also wir haben jetzt hier einfach mal ein paar Wege reingelegt, die zeigen sollen, wie quasi diese Topografie in Zukunft vielleicht überwunden werden kann, auch teilweise mit Architekturen und mit Bewegungsangeboten. Wir haben hier mal ein Beispiel, was wir ganz, ganz toll finden in der Art, wie sich eben eine Museumsnutzung in das Gelände einfügt. Wir können uns da durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch gerade an der Stelle, wo eben schon so ein tolles Museum steht, was mit der Landschaft spielt, sich sowas anbieten würde und eben auch dann solche Sportangebote, hier jetzt eher eine künstliche Topografie,
aber eben die Möglichkeit dort Klettern, Radfahren, BMX fahren, einfach Bewegungsangebote, Spielbereiche für Kinder, die eben sich mit der Topografie und vielleicht auch mit Wasser auseinandersetzen. Und mit dem Bild würde ich enden wollen. Das ist jetzt einfach der Blick von oben, wenn man eben auf diesem Gleisbogen steht und der Fußweg und der Radweg jetzt gerade hier einen entlang des Parkes führt und dann in Richtung Innenstadt. Vielen Dank. Sehr beeindruckend, was wir heute Abend gesehen haben. Vielen Dank, Herr Schönle. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen zu den Konzepten und zu den Ideen aus dem Publikum? Erstmal. Also mir ist überhaupt nicht bange, wenn ich dran denke, was man da alles draus machen kann und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen darüber und ich glaube, dass wir da ganz tolle Dinge, Frau Kölpe, sehe ich gerade auch, dass man wirklich da was Spannendes und Interessantes machen kann. Jetzt eine Frage. Also laut Vertrag zwischen der Bahn und der Stadt Stuttgart sollen die aber verschwinden, die Überwerfungsbauwerke, ne? So ist es geplant, der Rückbau. Also das ist unterschiedlich, so wie ich die Folien von der Stadt verstanden habe. Also es gibt das südliche Überwerfungsbauwerk, was wir mit den Studenten arbeiten und der Arbeit von Herrn Planig gesehen haben. Das ist in dieser roten Vertragslinie ziemlich weg, wenn die Stadt nicht explizit sagt, dass sie es erhalten will und das auch der Bahn mitteilt und eventuell dann den Vertrag ändert. Bei dem nördlichen Überwerfungsbauwerk sieht es ein bisschen anders aus. Aber vielleicht darf ich das Wort weitergeben, wer das weiß da hinten. Weiß nicht, also gut. Also das ist der Stand. Herr Schweizer. Ein Wort zur Vertragstreue. Ich habe heute unter anderem diese Broschüre ausgelegt. Und das ist der historische Rosensteintunnel. Der hat der Bahn gehört und die Bahn hatte Unterhaltungspflicht und hat in den 90er Jahren endlich mit dem Land eine Vereinbarung geschlossen, dass sie dem Land etwa 500.000 Euro bezahlt, um diesen Tunnel zu verfüllen. Inzwischen ist das Geld im Haushalt gelandet, aber der Tunnel ist nicht verfüllt. Wir versuchen nun mit diesem Geld aus dem Tunnel wieder was zu machen und ihn nicht als Erddeponie zu benutzen, sondern irgendwie bespielbar. Damit will ich sagen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass die Bahn sich einer Vollzugslast entledigt, indem sie dafür was bezahlt, dass sie etwas nicht tun muss. Und darin sehe ich eben eine Chance, dass jetzt nicht auf Geradewohl ein Vertrag erfüllt wird und Dinge abgebrochen werden, die man nachher vielleicht umgestalten könnte. Und darauf setze ich eine gewisse Hoffnung. Jochen, hier ist eine Wortmeldung. Mich würde interessieren, wer müsste bis wann was unternehmen, damit es nicht geschieht, also damit es nicht abgerissen wird? Weiß das jemand? Ich sammle mal die Frage nochmal. Also, was wir heute Abend gesehen haben, das ist ja sehr, also mein Name ist Polei, das ist sehr aufschlussreich und zeigt eigentlich sicher einen Höhensprung jetzt im südlichen Überwerfungsbauwerk. Einen Höhensprung von, glaube ich, 10 bis 17 Meter vom Kino oben, von Nordbahnhof Viertel runter in den Park. Und das ist elementar eine Verbindung zwischen dem Park, Nordbahnhof Viertel und den östlichen Stadtbezirken herzustellen. Das ist die Chance, die da ist.
Und ich sehe eigentlich Stuttgart 21 ein wesentliches Ziel, Stuttgart 21, diese Verbindung wiederherzustellen, die radikal unterbrochen worden ist, als die Bahn erstmal durchgelegt wurde und dann das Überwerfungsbauwerk. Und das heißt, haben wir gesehen an den architektonischen Entwürfen, das südliche Überwerfungsbauwerk, die Überbauung sollte nicht zu massiv werden. Die sollte so sein, dass Teile der Landschaft noch hindurchfließen, dass Verbindungen hergestellt werden, explizit. Und das ist ein ganz elementares Ziel. Wie das hergestellt wird, ist zweitrangig. Frage ist natürlich Nutzung. Natürlich sollte das Bauwerk im Prinzip erhalten bleiben. Ob das möglich ist, so wie Entwurf Planig, die ganze Struktur zu erhalten, dass man spüren kann, da waren Tunnel, da waren Tröge und so weiter. Das möchte ich bezweifeln, schön wäre es. Oder und es wäre ganz wichtig, da eine Nutzung zu finden, die das Bauwerk einerseits erhält, aber auch die Querverbindung herstellt. Danke. Also unseres Wissens nach ist es so, dass im Vertrag, dass es einen Vertrag gibt und da gibt es eine Deadline, die ich ja vorhin gesagt habe, der 31.12.2018, bis wohin die Stadt der Bahn nochmal sagen kann, ob jetzt tatsächlich die Bauwerke, die eben mit der roten Linie gezeigt worden sind, ganz abgerissen werden oder nicht. Also das ist das, was wir im Moment wissen. Ich gebe mal weiter an Herrn Stuckenbock. Also dieses, das übergeordnete Thema ist ja, die Bahn muss die Gleise abräumen. Ja? Und was gehört dazu? Und das hat man in dem Vertrag definiert. Jetzt gibt es aber auch nicht definierte Stellen. Also dieses südliche Überwerfungsbauwerk wird so im unteren, die oberen Drittel oder zwei Drittel werden abgetragen und dann ist das meines Erachtens zerstört. Ja? Die übrigen Kosten, die muss die Stadt übernehmen, wenn sie dort eine Stadt bauen will. Dann muss sie ja auch überlegen, worauf steht denn die Stadt? Wir haben ja heute nicht so über diese Topografie, die neue, gesprochen. Aber dass man einfach eine Stadt auf diese Bahntopografie draufstellt, so wie das so artifiziell hingerichtet ist, das kann man nicht annehmen. Man muss ja die Stadt auch jeden Tag nutzen können. Also Barrieren dürfen da nicht sein. Und dann wollte ich noch sagen, es gibt in dem Vertrag auch Dinge, die sind offen gelassen. Ja, aber eins ist gewiss, die Stadt bekommt diese Bauwerke in ihre Obhut. Ja, und dann tritt nämlich dieser Fall ein, sie muss sie pflegen, sie muss sie unterhalten und sie muss sich damit auseinandersetzen, was sie dann damit macht. Denken Sie nur an die Neckarbrücke. Ja, die braucht die Bahn nicht mehr, das wird keine Bahnanlage mehr sein. Und alles, was nicht mehr von, da ist es noch offener, ja, aber die Stadt hat ja in dem Kaufvertrag gesagt, die Flächen, die gelb angelegt sind in dem Vertrag, wir haben das eben ein bisschen angedeutet gesehen, in den Schnitten sieht man das auch ein bisschen, die gehen über an die Stadt, ja, dazu gehört auch übrigens die ganze Gäubahn, ja, da muss die Stadt auch sagen, ja, was geschieht damit? Und meines Erachtens darf man das nicht nur, was damit geschieht, nur allein aus lokalen Überlegungen herausdeuten, sondern da spielen ja auch andere Überlegungen hinein, andere Verantwortlichkeiten. Ja, zum Beispiel ist ja auch das Land für den Park zuständig. Wenn der Park um 10 Hektar oder 20 Hektar erweitert würde, wäre das zumindest ein ganz starker Punkt der Kooperation. Und da kommt man an diese Schnittstelle und sagt, es wäre doch ein Frevel, wenn man einfach jetzt so, ohne darüber zu diskutieren, diese Bauwerke beseitigt. Da sind sie nämlich weg. Ja? Deshalb finde ich es gut an der Veranstaltung, dass wir heute einmal den Fingerzeig bekommen haben. Da ist was, was man normalerweise gar nicht wahrnimmt. Das fand ich sehr gut. Wir haben darüber hinaus Möglichkeiten gesehen, was man mit diesen Dingen anfangen kann. Aber dafür eine klare Sprache zu finden, was man machen sollte,
Zum Beispiel, was sollte man in den internationalen Wettbewerb hineinschreiben? Soll man sagen, ja, macht, was ihr wollt, ja, wir geben euch da ein paar Bildchen, oder wird eine präzise Frage gestellt, wir wollen eine klare Auskunft haben zu diesen Themen nördliches und südliches Überwerfungsbauwerk, über die Notwendigkeit des Erhalts, also welche kulturellen Werte gehen verloren, wie sind die Transformationsmöglichkeiten, also von dieser jetzigen Bahnnutzung, S-Bahn-Nutzung in eine Nachnutzung. Und wenn man das, also wenn man das einfordert in einem Wettbewerb, kriegt man andere Ergebnisse, als wenn man nur so sozusagen so, ja, es könnte und wissen Sie, da gibt es auch noch was. Ich glaube, darauf sollte unser eigenes Augenmerk liegen. Soll das eine Aufgabe werden? Also eine Aufgabe, die man angeht mit dem Ziel, darüber nachzudenken, ernsthaft darüber nachzudenken, spielerisch ruhig, aber doch, wenn man sagt, Mensch, da funkt's, dann machen wir das auch. Oder sollte man sagen, naja, ist uns eigentlich gleichgültig. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das bei sich auch gespürt haben. Das ist so was Neues. Und es gibt so vier Reaktionen auf das Neue. Nicht? Die einen sind hell begeistert und sagen, das muss man machen. Die anderen sagen, nur über meine Leiche. Der Kruscht muss weg. Ja? Und das ist in der ganzen Gesellschaft auch so. Und dann gibt es welche, naja, die sollen es mal machen. Die werden schon sehen, sie werden scheitern. Oder nein, die sollen es mal machen. Wir wollen sehen, ob es geht und wie es gehen könnte. Ja? Und ich glaube, das ist das Schwierige dabei, dass man dafür, für diese eine dieser Möglichkeiten, eine Sprache findet. Ja? Das so dilatorisch zu behandeln, werden sozusagen die Kräfte nicht richtig wach. Ja? Die Kräfte, und ich denke mit Schrecken daran, man würde jetzt das Ding einfach so sausen lassen oder man würde das machen und dann sagten zum Schluss, Mensch, nochmal, Gott sei Dank haben wir uns damit auseinandergesetzt. Was wäre uns verloren gegangen? Und diese beiden Gedanken, die stoßen sich so stark. Ja? Ich neige dazu, wenn wir unsicher sind, sollten wir es eingehend untersuchen, eingehend diskutieren und dann im vollen Bewusstsein dessen eine Entscheidung treffen. Der Gemeinderat meine ich, nicht wir, der Gemeinderat. Ja? Aber das untersucht zu lassen, ja, und dazu war das ein guter Anfang, dass wir diese Untersuchungen haben, dass wir erkennen, welche Potenziale da drin stecken. Ja? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man unbedingt damit in den nächsten 10 Jahren großes Geld verdienen kann, wenn man das in Betrieb lässt, aber es ist doch ein Alleinstellungsmerkmal, etwas Einmaliges. Herr Planik, Sie haben es ja gesagt, dass das aus der Technikgeschichte etwas Einmaliges ist. Und Herr Fricke hat einen Aufsatz geschrieben über die Bedeutung dieser technischen Kulturdenkmale. Man sollte sich das nochmal vergegenwärtigen. Ja, sowas lässt man nicht einfach undiskutiert so an einem vorbeigehen. Deshalb plädiere ich dafür, das kommt in den Wettbewerb rein als Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung wird präzisiert. Vielleicht helfen wir heute Abend auch noch ein bisschen an der Formulierung, indem wir ein paar Fingerzeige geben. Ja? Also insbesondere der nördliche Gleisbogen soll untersucht werden. Die Möglichkeit des Mineralwassers, die Nutzung des Wassers soll untersucht werden. Ja? Es soll untersucht werden, wie die Verbindung, die Integration in den städtebaulichen und landschaftlichen Kontext gelingen kann. Ja? Wie viele Teile erhalten werden sollen, welche insbesondere, warum, welche abgerissen werden können und so weiter. Ja? Und wie das ganze Zusammenspiel mit der Topografie ist. Also ich plädiere dafür, dass man eine solche Fragestellung in diesen Wettbewerb hineinnimmt und vor allen Dingen dann in den nächsten Stufen, nicht im 2500stel abtut, sondern in den nächsten Stufen. Sie haben gesehen, das waren 1 zu 200 Arbeiten. Das Problem liegt darin, dass man das vertiefen muss. Dann erst kommt man wirklich zu einem Ergebnis. Man muss den Dom erstmal erkennen, der da ist, mit seinen wunderbaren Lichtführungen. Das muss man im Detail sehen. Dann kann man es erst beurteilen. Ich würde also auch dafür plädieren, dass man das in weitere Wettbewerbe hineinnimmt, vielleicht sogar gesonderte macht,
wenn man die städtebaulichen Prämissen einigermaßen weiß, um dann wirklich eine verantwortliche Entscheidung treffen zu können. Ich habe noch eine Wortmeldung. Frau Kepler. Dankeschön. Ich habe leider noch mal eine Frage, und zwar an die Herren, die die Vorträge gehalten haben. Sie haben sich ja eingehend damit befasst. Also ich habe das jetzt so verstanden, das ist schon was ganz Spezielles, diese Überwerfungsbauwerke. Sowas gibt es nur in Stuttgart oder gibt es in jeder Stadt, die einen Kopfbahnhof hat? Gibt ja einige. Moment. Also der besonderen Topografie geschuldet, ist es doch in Stuttgart einmalig, denke ich. Also wir haben bei der Broschüre 1995 das deshalb mit reingebracht, weil wir wissen, dass das, ich bin Bauingenieur, ein einmaliges Ingenieurbauwerk ist, das sich eben deshalb ergeben hat, weil man in Stuttgart nicht die Flächen hatte wie in Frankfurt oder München. Sonst hätten wir nämlich so ein riesen Gleisfeld und hätten dann auch diese Situation. Wenn man heute über flächensparendes Bauen spricht, dann müsste eigentlich das Stuttgarter Überwerfungsbauwerk in großen Städten mit flächenfressenden Gleisanlagen ersetzt werden durch so ein Ingenieurbauwerk. Und dann hätten diese Städte mehr Platz, um andere städtebauliche Lösungen zu realisieren. Das ist auch vom Verkehrstechnischen her besonders günstig, weil man keine Weichen hat, die man warten muss, weil der Zuglauf zum Kopfbahnhof dann weichenärmer ist wie in den anderen großen Kopfbahnhöfen. Insofern war das ein Beispiel, dass man in Stuttgart zwangsläufig bauen musste, weil man die Fläche nicht hatte, aber in anderen Städten eben nicht kopiert hat, weil es billiger war, die Fläche zu verzehren, als statt Verkehrsbauwerke in dieser Art zu bauen. Dankeschön. Ich gebe weiter. Moment. Dankeschön. Mein Name ist David Frey. Ich bin einer der Studenten, die bei dem Entwurf teilgenommen haben, und wir haben uns wirklich sehr intensiv mit den Bauwerken beschäftigt über ein ganzes Semester lang, und wir haben einfach herausgefunden, dass gerade ja, eben durch diese Topografie, die dort ist, ist es ein einmaliges Bauwerk in Deutschland, denke ich. Und wir haben einfach gefunden, dass da immens viel Potenzial in der Erde vergraben ist, weil wir haben, wie ja schon vorhin erwähnt wurde, das sind fast basikalische Strukturen, die in diesem Tunnelgewölbe sich befinden. Wir haben da diesen mittleren Tunnel, der eine Höhe von 11 Metern hat, mit einem 11 Metern hohen Gewölbe, wenn man bis auf die Fundamente runtergeht. Und daneben jeweils Gewölbe zu beiden Richtungen, links und rechts abgehend. Und ich finde, dass wir finden, dass gerade diese Räume auch im Zusammenhang mit dieser Boxstruktur, mit diesem eher filigranen Teil, gerade dadurch ihre Attraktivität gewinnen, dass sie im Gesamten ein wahnsinniges, facettenreiches Potenzial an Räumen bieten, die ganz unterschiedliche Außenräume, aber auch Innenräume haben. Und das wird dadurch noch bereichert, dass man eben diesen Geländesprung hat. Der ist, also der Schlossgarten befindet sich auf Höhen von 231 bis 235 Meter über Normal Null. Und der Platz vor dem Uferpalast ist auf einer Höhe von 254. Das heißt, wir haben Höhenüberbrückungen von 16 bis über 20 Meter. Ja. Und da die Überbrückungen zu schaffen, das ist wirklich, das ist einer der Knackpunkte an den Projekten. Dadurch entstehen innerhalb von diesem, kann man, also bei unserem Entwurf, das war der zweite, der vorgestellt wurde, haben wir verschiedene Ebenen, die sich auf Höhen von 238, 240, 235 etc. befinden, und auch im Zusammenspiel wieder mit diesen Strukturen unterschiedlichste Räume, unterschiedlichste spannungsvolle Räume herstellen. Gleichzeitig gibt es die verschiedenen Wegerichtungen. Da haben wir einmal die der Baustruktur, der DNA der Struktur innewohnt, ist die Längsverbindung vom
Hauptbahnhof hin zum Nordbahnhof. Und wir haben eben die gewünschten die Querverbindungen, die die beiden Stadtteile verbinden sollen. Und auch dadurch wieder, indem wir diese drei Bausteine dort eingefügt haben, die auch speziell dafür da sind, um diese Querverbindungen, um diese Höhenversprünge zu meistern, im Verbund mit einer Längsverbindung vom Hauptbahnhof, von diesem urbanen Platz, den wir dort hatten, wo wir uns vorgestellt hatten, dass ja von der Stadt wurde ja ein Theaterhaus auch gewünscht, und wir hatten ja diese Treppenanlage, die dann hinter dem ersten Riegel folgt, der dann im Zusammenspiel mit dem Theaterhaus auch zum Beispiel eine Open-Air-Bühne herstellen könnte. Das wäre ein so schöner Zusammenhang, den man dann in dem urbanen Bereich von dem Projekt mit dem kulturellen Teil haben könnte. Und man braucht dann natürlich das wäre der Beginn der Längsverbindung, man braucht natürlich auch ein Ende von einer solchen Verbindung. Und in unserem Projekt war das Ende der Verbindung nicht nur ein Park, sondern wir haben ja das riesige Fläche an Park. Und wenn das alles eine relativ gleiche Vegetationsform hat, wäre das dann irgendwann auch ein bisschen redundant oder überflüssig. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dort einen Wald, ein Biotop hinstellen, weil wir haben eine große Fläche und wir haben in Stuttgart viel Feinstaub und Bäume binden Feinstaub und CO2. Und dann dieser schon angesprochene Pfad würde dann einen Pfad durch die Kronen geben, wo man einfach sagt, okay, wir nehmen diesen immensen Raum, den wir dort haben, und geben ihm ein Stück weit der Natur zurück. Das greift dann auch über das Bauwerk über. Diese Natur greift auf das Bauwerk über und bringt sie zum Atmen. Indem wir es ausgraben, das Bauwerk, lassen wir in das Bauwerk Luft rein, lassen wir Licht rein, lassen wir Wasser rein, etc. Ich weiß nicht, vielleicht greife ich jetzt zu weit, aber es ist auf jeden Fall, für uns war es sehr wichtig, das gesamte Bauwerk auch zu erhalten. Und weil gerade diese Gesamtheit macht diese verschiedenen Räume, die Gesamtheit mit den verschiedenen Wegen, mit den verschiedenen Ebenen und mit den verschiedenen Strukturen, Außen- und Innenräumen. Und der Kritikpunkt, der jetzt dort kam, dass man dadurch vielleicht zu wenig diese Verbindung von Ost nach West hätte, den finde ich in dem Sinne nicht ganz nachvollziehbar, weil man vielleicht gerade dadurch, dass man gezielt Verbindungen schafft, wie wir es mit den drei Bausteinen gemacht haben, können diese gerade dadurch nochmal intensiviert werden oder herausgestellt werden. Und deswegen würde ich dafür plädieren, sich dafür auszusprechen, das gesamte Bauwerk zu erhalten, beziehungsweise einen Großteil des Bauwerks. Ich gebe nochmal weiter. Michael Kuhnert vom Infoladen. Ich erlaube mir mal, für den Infoladen zu sprechen. Herr Kleegraf ist heute leider nicht da, aber wir sind recht zahlreich vertreten. Es wurde ja schon erwähnt, der Infoladen befasst sich auch schon seit einigen Jahren mit dem Thema Gleisbogen, hat die Ausstellung in das Buch gemacht. Und ein wesentlicher Aspekt war eigentlich, dass der Gleisbogen entstanden ist oder diese ganzen Bahnanlagen entstanden sind aufgrund der Stuttgarter Topografie und inzwischen aber auch Teil dieser Topografie geworden sind und identitätsstiftend für den ganzen Stuttgarter Norden sind und die angrenzenden Bereiche. Und dass es etwas ist, was es so nur in Stuttgart gibt, ja, und dass es dem Genius Loci, sagt man ja, also der Besonderheit des Ortes entspricht, damit zu arbeiten. Ja. Wir haben jetzt keine finalen Lösungen, wie es geht, aber es ist ganz wichtig, und das haben wir ja heute bei diesen tollen Beiträgen auch gesehen, für die ich danken möchte, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken und darüber zu reden und dass die Chance gewahrt werden muss, bevor es zu spät ist, eben das auch wahrzunehmen. Und deswegen danke ich nochmal für die Veranstaltung. Es war, glaube ich, ganz hervorragend heute. Sehr gerne. Ich möchte noch zwei Wortbeiträge zulassen, einer hier und einer da, weil ich ganz gerne noch ein Publikumsvotum abfragen möchte zum Schluss. Dan Theodorowitsch, auch vom Infoladen. Ich möchte nur ergänzen, dass die Arbeiten der Studenten und die Arbeit von Herrn Schönle im Infoladen zu sehen sein werden. Und zwar am 27. Wurde schon gesagt? Entschuldigung. Okay, alles klar. Ich war zu spät. Vernissage ist am 27. April. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Jetzt gebe ich noch mal weiter. Ja, also bei aller Euphorie, die jetzt vielleicht aufkommt wegen diesem Erhalt von diesen Bauwerken,
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der ganze Gleisbogen und die Überwerfungsbauwerke momentan eine unwahrscheinlich trennende Funktion ausüben und zum Beispiel das Nordbahnhofviertel hart abtrennen vom Park und auch vom Übergang nach Stuttgart-Ost. Also wer das erleben will, es gibt da gute Position, wenn Sie zum UFA-Kino gehen. Neben dem Haupteingang geht es so ein Stück Treppe hoch, wo sie frei hochgehen können, bis da nicht mehr weitergeht. Und da haben sie eine wunderbare Aussichtsplattform auf dieses südliche Überwerfungsbauwerk. Und da können sie dieses Monster mal live anschauen und können auch sehen, was das bedeutet, wie das wirklich die Stadt zerschneidet. Ja. Und also wenn man da wirklich was erhalten will, wäre Nummer eins, das Ding muss durchlässig werden, unbedingt. Gell? Anders ist es nicht zu machen. Ja. Und das Zweite ist, mein, wir haben ja jetzt, wenn man die Gleise, das Gleisverfall abräumt, hätten wir ja die Chance, das natürliche Geländeprofil wiederherzustellen und einen schönen Übergang zu schaffen zwischen Stuttgart-Dort und Stuttgart-Ost durch den Park hindurch. Das wird mit den Überwerfungsbauwerken so auch nicht gehen. Gell? Muss man sich auch im Klaren darüber sein. Auch die Euphorie über einen möglichen Fahrradweg auf dem Gleisbogen. Bitte denken Sie daran, Sie werden da drüben sehr starken Wind haben, weil das sehr stark dem Wind exponiert ist. Das kann für Fahrradfahrer tödlich werden. Gell. Sollte man auch, ja, ist kein Witz, gell. Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also, wie gesagt, ich wäre eigentlich froh, wenn man es alles abräumen würde und würde da auf der Fläche einen kompletten Neuanfang machen, auf dem natürlichen Geländeprofil. Und die Fläche dann wirklich menschengerecht, ein menschengerechtes Stadtviertel, Schafe ohne Zwangsjacke, gell? Das ist meine Meinung. Okay. Der Herr Langner hat zuerst. Also ich fand jetzt den letzten Einwurf ganz wichtig, weil jetzt geht die Diskussion sozusagen los. Eigentlich müsste man die Jacken wieder ausziehen in dem Augenblick. Und ich gebe Ihnen recht, wenn Sie einen Einwurf machen, aber ich gebe Ihnen in einem ganz wesentlichen Punkt nicht recht und knüpfe an das an, was vom Infoladen gerade gekommen ist. Es geht um den Ort, es geht um die Identifikation. Fragen wie Wind und Steigung und so weiter, die dürfen natürlich nicht außer Acht gelassen werden, das ist keine Frage. Aber die andere Frage ist, gehört das, worüber wir reden, zu Stuttgart? Oder gehört es nicht zu Stuttgart? Und wir haben es aus der Ecke gehört und ich glaube, aus den Referaten konnte man es gut ableiten. Das ist ein Teil unserer Topografie, unserer Geschichte, unserer Stadt. Und ich vergleiche das, habe das kürzlich auch im Pressegespräch gemacht. Gehen Sie nach Riquier ins Elsass oder in irgendeine andere Stadt und versuchen von der Innenstadt nach außen zu kommen. Wo müssen Sie durch? Durch eine Riesenbarriere, die nennt man Stadtmauer. Die Stadtmauer hat keine Funktion mehr, aber sie ist Teil der Stadt. Sie ist Teil der Geschichte der Stadt. Was hindert uns also daran, diese Überwerfungsbauwerke, selbst wenn sie Barrieren sind, als Teil der Stadt anzuerkennen und mit diesem Identifikationspotenzial erstmal weiterzudenken, bevor wir es verwerfen. Also wie gesagt, ich gebe Ihnen völlig recht, es ist auch ein Teil des Beitrags, aber wir dürfen nicht negieren, dass wir seit über 100 Jahren mit diesem Teil unserer Geschichte leben. Und deswegen sollten wir zuerst mal versuchen, es zu integrieren, bevor wir andere Lösungen finden. Das ist mein Plädoyer zu dem Thema. Ich gebe noch mal weiter. Wir sind Herr Stuckenbrock. Sie dürfen. Ja, ich finde es auch gut, dass diese Positionen bezogen werden. Und wenn ich jetzt daraus das Fazit ziehe, dann steht man doch vor zwei Möglichkeiten. Man reißt es erst ab oder man reißt es nicht ab, sondern guckt es erst mal an, wie das aussieht. Ja? Dass man nicht diese Identifikationsmöglichkeit verliert, ja, dass es Teil der Stadt ist, obwohl wir es vielleicht so noch nie erlebt haben. Ja? Das ist ja ein Stück Eisenbahngeschichte und es ist gut zugedeckt gewesen. Wir haben ja nur die Außenhülle, sozusagen von Christo verpackt mit Erde, ja, haben wir das Ding wahrgenommen. Und jetzt ziehen wir mal die Hülle weg und lassen das erstmal stehen. Wissen Sie, das würde einen kleinen Federstrich bedeuten,
Der Vertrag mit der Bahn wird geändert, das wird rausgenommen, die Bahn zahlt so und so viele Millionen für entfallene Abbruchkosten und dann wird die Topografie geformt und dann sieht man, was rauskommt und das guckt man sich erstmal an. Und dann legt man noch ein bisschen Geld zurück, dass man es eventuell abreißen könnte. Aber das Geld kann man vielleicht auch für was anderes verwenden. Jetzt, wir fragen ja immer sehr gerne ein Publikumsvotum ab. Und ich glaube, das ist auch schon, der Herr Stuckenbrock hat die Frage eigentlich schon formuliert. Wer ist dafür, dass man es jetzt rechtzeitig untersucht und anschaut und dann auch in die Ergebnisse, in den Wettbewerb mit einbringt? Oder wer ist dagegen? Darf ich abfragen, wer ist dafür? Also ziemlich war das. Sie ist nicht professionell formuliert, aber man sieht einfach, dass der Wunsch, das vorher zu untersuchen, im Publikum ziemlich einstimmig da ist. Das war mir eigentlich wichtig, dass man das vorher abfragt. Damit würde ich sagen, schließen wir den Abend. Herr Stuckenbrock hat noch ein letztes Wort. Darf ich den Antrag oder den anderen Gedanken auch noch mal in eine Frage an Sie formulieren? Die Stadt ändert den Vertrag mit der Bahn, sodass der Abriss dieser Bauwerke allein in der Obhut der Stadt liegt. Das wäre für mich schon ein beruhigender Schritt, dass das kein Automatismus wird. Ja? Dass man also sagt, die bleiben jetzt erstmal stehen und im Wettbewerb prüfen wir, was damit los ist. Aber dann entscheidet der Gemeinderat, das heißt die Stadt oder die Stadtgesellschaft darüber, was tatsächlich damit geschieht. Und dieser Automatismus, wenn wir uns bis zum nächsten Jahr im Dezember nicht geäußert haben, dann geht's weg. Ja? Mir wäre es lieb, dass man das formuliert und dass die Stadt insofern die Initiative ergreift, dass sie sagt, wir nehmen uns dieser Sache an und wir bestimmen über den Abriss und nicht dieser Automatismus-Vertrag, der vor 20 Jahren abgeschlossen wurde. Nein, nicht ganz. Ein Aspekt, aber merken Sie sich die Frage? Wenn ich mich recht erinnere, sind es Baudenkmale. Und ich weiß nicht, ob in dem Vertrag zwischen Bahn und Stadt automatisch der Abbruch von Baudenkmalen bereits genehmigt ist. Sie wird den Abbruch beim EBA einreichen und das macht nur die Bahn. Und wenn das EBA sagt, wenn das nach der Prüfung dann, und das EBA sagt, reiße ab, dann wird es abgerissen. Die werden mitsprechen. Das Landesdenkmalamt muss mitsprechen. Aber wir wissen doch, dass ja, das ist die formale Seite. Und es wird auch in das Verfahren zum Abräumen der Gleise mit einbezogen, die denkmalrechtliche Betrachtung. Aber ob das so eine harte und klare Auskunft gibt, diese Überwerfungsbauwerke sind zu erhalten, ja, das setzt ja voraus, dass die Zumutbarkeit des Erhaltes gegeben ist. Und wenn die Stadt sagt, das prüfen wir selber, dass nicht, wir lassen sie nicht einfach vom Denkmalamt dahin gehen, wir lassen sie nicht einfach von der Bahn abreißen, sondern wir entscheiden selber im Zusammenhang, im Kontext der landschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung und der weiteren Überlegungen. Also ich würde es offen halten, ja, dass man das nicht in diesen Automatismus hineinkommt. Ja? Und dann hat man etwas Zeit gewonnen und kann in den Wettbewerben, die laufen, kann man das prüfen eingehend. Und ja, wissen Sie, keiner dieser Entwürfe, den wir heute gesehen haben, außer von Herrn Schöle vielleicht, ja, kann man nicht so eins zu eins bauen, sondern das ist wieder eine eigene Aufgabe. Ja? Aber es hat doch gezeigt, da sitzt Musik drin. Ja? Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass der Vertrag eben geändert wird, die Bahn aus dem Abbruch entlassen wird und dass die Stadt dann selber nach reiflicher Überlegung, nach Planungsüberlegungen und so weiter dann darüber befindet.
Das wäre das Votum. Wer ist da dafür? Also, ziemlich einstimmig die Mehrheit. Dann würde ich sagen, schließen wir den Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr spannend und anstrengend. Und wir machen noch unser Abschlussfoto auf die Bühne. Wer also mit auf das Abschlussfoto will, darf auf die Bühne kommen.